Und ja, Samstag. Wir starten in den Samstag. Keine Schule, außer für die, die sich einen Schlüssel holen, um sich in der Schule zu treffen. Und, Entschuldigung, es war nur ein Vorschlag. Und stattdessen treffen wir uns aber bei Manon. Ulala. Wir sind eingeladen und tatsächlich kriegt auch hoffentlich Ezra Bescheid gesagt, wo sie wohnt. Ja, ich würde ihn anrufen. Ja. Das heißt... mit dem Telefon, das in der Küche hängt, mit dem langen Kabel. Aha, aha, aha. Ich schieb James sein Essen wieder hin, weil er immer noch nur irgendwie drin rumbastelt mit seiner Gabel. Ja, bin gleich da. Ja, okay. Brunch. Hab schon aufgelegt. und skate dann wieder durch den Ort. Haben wir eigentlich unsere Conditions und Harm geheilt? Ja, die genau. Über Nacht darfst du ein Harm und einen Zustand heilen, genau. Wenn du, aber das darfst du entscheiden. Ne? Du darfst entscheiden, wie neugierig oder wie angefressen du noch bist. Ich bin noch ein bisschen genervt, aber nicht mehr so erschrocken. Gut. Manon ist immer noch verdammt neugierig. Bleibt das halt nicht. Sehr schön. Kate, tatsächlich liegt neben dir in deinem Pyjama eine Jezebel in normaler Form, als du durch den Wecker hier aufwachst, tatsächlich. Ja, auf wann hast du ihn gestellt? Auf, sagen wir mal auf 9, das ist okay, das halb 9. Okay, also tatsächlich, ja, ist sie wieder sie selbst, auch die Haare sind komplett da und Fingernägel sind keine Krallen mehr. Ich mache die Bettdecke hoch, um zu gucken, ob ihre Füße auch normal sind. Ist ja kein Schweif mehr, oh doch, nein, der ist auch, ja, den muss sie mal abwerfen. Kann sie auch essen. Echt? Ja, und als sie die Bettdecke hochnimmt, zuckt sie die Füße auf. Brunch, hä? Brunch. Ausgezeichnet. Kann ich mir Klamotten leihen? Sicher. Bedien dich. Die Schuldenliste wird länger und länger. Hm? Ja, mach dir darüber keine Gedanken. Das ist immer das Schlimmste, wenn was gesagt wird. Der Blick bleibt einen ganz kleinen Moment zu lange an dir hängen, bevor sie tatsächlich in den Schrank greift. Und okay, Jeans. Und tatsächlich Sachen findet, die ihr auch gefallen, weil ihr stylmäßig jetzt, wobei sie meist so ein bisschen over the top, aber anscheinend scheint sie sich ganz wohl zu fühlen in deinen Klamotten. Das ist gut. Ja. Mach mich auch fertig. Ich ziehe mir was Entspanntes an. Es gibt eine fesche Latzhose und so ein Crop-Top, was bauchfrei ist. Und meine Yin- und Yang-Ohrringe natürlich, die ich jetzt wieder zusammen habe. Endlich wieder Yang zum Yin, das ist gut, ja. Wie komme ich hier raus? Denn du hörst unten in der Küche schon kling, klong, klong, kling, klong, und du riechst Waffeln. Mm. Samstag. Heute ist Waffelsamstag. Ja, und zwar du hörst unten gemuffelt und eine lange Stunde. Ja, ich habe eine lange Stunde. 12 Uhr. Okay, willst du noch schlafen oder soll ich mal schauen? Ich würde sagen, ich lenke meine Eltern ab und du verschwindest einfach still und heimlich. Ich warte dann draußen auf dich. Wir nehmen einen Mercedes, oder? Ja. Wir sollten Lydia abholen. Und wir müssen erstmal Bescheid geben. Es gibt ja doch keine Handys. Das da genauso hängt. Und du hast so einen Kasten wie Manon. Nein, Kate ist jemand. Kate hat ein Hamburger Telefon. Ich wollte gerade sagen, ein Burgerphone. Oder Garfield. Ja, steht zum Burgerphone. Natürlich. Ja, du kannst das von deinem Zimmer anrufen. Ja. Also klar, ja, gut, dann rufen wir. Ja, doch, da rufen wir SS ran. Okay. Ja.
Broder hier. Hi, it's Kate. Hi, Kate. Ich bin gleich unterwegs, keine Sorge. Sollen wir dich mitnehmen? Was? Nee, wieso? Das wäre doch ein Riesenumweg. Naja, es ist nicht mein Sprit. Okay, nein, ich skate, keine Sorge. Bis gleich. Weißt du, wo du... Lydia hat mich schon angerufen. Ah, perfekt. Okay, alles klar. Dann sehen wir uns bei Manon. Ja, das war der Plan, oder? Okay, bis gleich. Bis später. Bye. Ja, auch guck ich Jeff an. Hm? Habe ich irgendwas vergessen? Nein, klingt super. Ich schleiche mich raus. Du schleichst dich raus und ich, ich überlege mir wohl was. Cool. Ja. Ich warte in mein Auto. Ja. Ich gehe nach unten. Wo steht der Esstisch? Steht der so, dass man den Eingang sehen kann? Nein, das Wohnzimmer steht so, dass man den Eingang sehen kann. Dann musst du um die Küche rum. Aber du siehst von der Treppe aus den schiefen Turm von Waffel. Also das ist überall gestapelt schon. Und, na endlich! Guten Morgen. Morgen. Morgen, Schatz. Und noch eine Waffel. So. Sirup oder Schokocreme oder was ist Beide. Das? Das ist Milchcreme. Also Zucker. Oh, entschuldige mal, Frau Sirup. Ja. Und dann geht die Diskussion los und irgendwann nimmt sich Paige Obst und schaufelt sich demonstrativ Obst auf die Waffel. Ich trage den Stapel Waffeln auf jeden Fall rüber. Und sorge dafür, dass auf jeden Fall alle am Tisch sitzen. Mhm. Aber beide sitzen da, ja. Also ich wollte mich nochmal bedanken für gestern. Mensch, als ob wir was dagegen haben. Puck, au! Als ob ich was dagegen habe, wenn deine Freunde hier sind. Ja, ich weiß, aber es war so kurzfristig. Es ist Freitagabend. Hey, wenn ihr heute Abend wieder was machen wollt, könnt ihr es vielleicht woanders machen. Ja, also tatsächlich bin ich auch quasi verabredet. Also ich meine, ich nehme trotzdem ein, zwei Waffeln mit, aber... Ist doch cool. Ja, los, ich packe dir welche ein, ja. Marielle steht auf. Und brauchst du mich? Ich mach selber. Okay. Setz dich wieder hin, Mann. Achso, jetzt oder was? Ja, wir sind zum Brunch verabredet. Deine Moms gucken sich an. Brunch? Oh, und welche Limousine holt dich ab? Also, ich fahre mit Jezebel. Oh. Puh, au! Ah, hörst auf damit. Das ist schön. Und mit Lydia. Lydia ist auch dabei. Meine sehr vertrauenswürdige Freundin Lydia. Lydia. Ein kleiner, der bekloppten Mom. Oh, ja. Die haben wir beim Elternabend. Oh, ja. Die. Ja, die. Und wie ist Lydia so? Lydia ist toll. Sie ist intelligent. Business Street hat uns gesagt, dass wir in die Hölle kommen. Ja, das stimmt. Direkt ins Gesicht. Ja, sie ist nicht wie ihre Mutter. Mhm. Denke cool. Ja, ich denke auch. Ja. Gut. Okay, ich würde sagen, ihr esst in Ruhe weiter und ich mache mir mein Waffelsandwich. Okay. Mhm. Und ich greife drei Waffeln und den Sirup. Und verschwinde in die Küche und lotse Jezebel raus auch. Ja. Und damit entkommt ihr auch. Und Lydia, Frühstück. Die ganze Familie wartet auf dich. Ja, ich bin wahrscheinlich ein bisschen spät dran, aber dann auch schon fertig. Komm runter. Guten Morgen. Guten Morgen, Lydia. Was gibt's zu feiern? Es ist Samstag, da frühstücken wir immer zusammen. Ja, aber du hast gestern so spät noch telefoniert, da dachte ich, es gibt vielleicht gute Nachrichten. Oh, ja, es gibt verdammt gute Nachrichten, aber wir feiern deshalb nicht. Na, vielleicht ein bisschen. Anscheinend wurde der Club, du weißt, dieser neue da, bei dem, wo sie den Supermarkt abgerissen haben. Hm? Den, gegen den ich seit 2 Wochen, egal. Ach, ja, das, ja. Den Namen habe ich schon wieder vergessen.
Nein, warum das? Naja, also zumindest heute. Ja, gestern gab es wohl eine Polizeirazzia und es waren wohl Minderjährige im Club. Und nein. Es wurden Drogen gehandelt. Drogen auch noch gehandelt? Ja. Na dann hoffen wir, dass der für immer geschlossen bleibt. Ich höre den Zynismus, junge Dame, und ich weiß nicht, ob er mir gefällt. Aber ja, er wird für immer geschlossen bleiben, denn der Brief ist ja auch schon beim Stadtrat vorgelegt und die Polizei von Philadelphia hat sich der Sache angenommen. Das heißt, warum kommt denn die Polizei von Philadelphia hierher, um so einen Club aufzunehmen? Also, das wird Christian wahrscheinlich wissen. Ich weiß nur, dass der leitende Officer dort anscheinend das direkt in die Hand genommen hat und ich hoffe da natürlich auch mehr zu erfahren, aber man kriegt ja nicht alles mit. Aber ich glaube, wir haben den Stein des Anstoßes sozusagen ins Rollen gebracht. Sehr gut. Und ich meine, ja, unsere hiesige Polizei, die wäre der ganzen Sache ja auch gar nicht gewachsen gewesen. Deswegen ist es schon klar, dass sie extra Leute aus Philadelphia hierher holen müssen, um sich da umzusetzen. Eine größere Sache, ein Drogenring oder sowas. Wahrscheinlich. Wer weiß, was da alles im Keller passiert. Vielleicht verbrennen sie da Jungfrauen. Stille am Tisch. Also mein Frühstück. Achso, und ich bin gleich noch bei Freunden eingeladen. Wo musst du hin? Manon, das ist so eine Austauschstudentin aus Frankreich. Und wir haben uns so ein bisschen zusammengetan und wollen ihr so ein bisschen dabei helfen, die Stadt kennenzulernen. Ja, ne? Sie in der Gemeinde begrüßen. So. Weil dann könntest du deine Schwester vielleicht mitnehmen. Auf gar keinen Fall. Und sie... Lass mich halt mal ausreden bei Petersons ab. Natürlich gerne. Das wäre toll. Denn da bist du heute bei Jimmy und seiner Schwester und ich hole dich dann heute Abend ab. Und ja, dann habt ihr einen schönen Samstag und deine große Schwester bringt dich hin. Fantastisch. Fantastisch. Gut. Dann muss ich jetzt aber auch gleich los, also sollten wir uns beeilen. Okay, dann pack dir den Rest ein. Du kannst auch Jim was mitbringen und ich hole dich dann um 4 ab. So, lass stehen, ich räume das ab. Ja. Ach, die Adresse brauche ich auch noch von Jim. Ja, die Petersons, genau. Ich lege dir einen Zettel hin und dann beginnt sie abzuräumen, während der weiter liest. Und ja, dann läufst du mit deiner Schwester. Ihr nehmt den Bus. Tatsächlich, weil Manor wohnt dann schon ein bisschen mehr downtown. Tja. Und du gibst deine Schwester ab. Meine Schwester, bevor sie bei Petersons klingelt, schaut sie dich nochmal an. Was ist eine Jungfrau? Wo warst du gestern? Ich greife in meine Tasche und gebe ihr $5. Ich war bei Freunden. Bei dieser Manon? Nein. Zu der gehe ich erst jetzt. Ist sie nett? Das weiß ich noch nicht. Sie ist ja neu, ich muss sie erst mal kennenlernen. Komm nicht von ihr. Kann sie auch die Wahrheit? Nein, kann sie nicht. Kann sie nicht. Hast du dir das Buch angeguckt, was ich dir gegeben habe? Ich verstehe nicht so viel davon. Vielleicht müssen wir es nochmal zusammen angucken. Das machen wir gerne. Und irgendwann können wir vielleicht einfach Oma besuchen. Ja, kann das sie besser erklären als ich. Ich habe, und sie holt, du siehst sie hat so eine kleine rosa Umhängetasche, und sie holt ein kleines blaues Pony mit irgendeinem Kleber am Arsch. Und hat eine Regenbogenmähne. Das habe ich, warum sagt ja man so nicht klauen? Ich habe es geliehen von Vanessa. Reicht das? Das könnte reichen, ja. Was hat denn Vanessa gemacht? Ist eine Zicke. Nur weil jemand eine Zicke ist, sollte man nicht gleich versuchen, ihr Böses anzutun. Vielleicht will ich ja auch gar nichts Böses antun. Du willst einfach nur, dass sie keine Zicke mehr ist? Ich will, dass sie meine Freundin
Vanessa ist, hat ganz viele Freunde. Nur mich nicht. Also. Und ich habe auch Ponys, aber sie will nicht tauschen. Und dann habe ich getauscht. Ich gehe so auf die, gehe so ein bisschen in die Hocke, damit ich so auf ihrer Höhe bin. Hör zu. Es ist nicht schlimm, wenn du nicht mit allen Leuten befreundet bist. Und es ist auch okay, wenn andere Leute nicht mit dir befreundet sein wollen. Man muss nicht sich selbst verändern oder andere verändern, damit man mit denen befreundet ist. Verstehst du? Also veränderst du dich nicht? Naja, ich verändere mich unterschwellig. Aber ich versuche immer, ich zu bleiben. Also soll ich ihr Rainbow Dash zurückgeben? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Du behältst es bis für den Notfall. Und wenn der Notfall eingetreten ist, sagst du mir Bescheid, ja? Mhm. Tür geht hinter euch auf. Ah, hab ich doch gewusst. Ah, hallo Lydia. Mary Ann, komm, geh schon mal rein. Dich. Ja, und Mary Ann schaut dir nochmal zu und dann huscht sie rein. Dankeschön. Sehr gerne, meine Mom holt sie dann ab. Okay, cool. Alles klar. Dann tschüss. Hui, und dann steige ich in den nächsten Bus zu Manon. Bei Manon hält ein Bus, ein Skateboard und ein Mercedes. Der Mercedes, der vorher bei Lydia zu Hause war, weil sie abholen wollte. Das ist komplett richtig. Du stehst in der Tür und Mrs. Reed, nein, nein, sie ist zu einer Freundin, glaube ich. Sie ist schon los, vor knapp 5 Minuten oder so, sie hat den Bus genommen. Aber das war, ja, ist schon okay, weil sie hat ihre Schwester auch noch also wegbringen müssen. Okay. Ja. Einen sonnigen Tag, Ihnen. Mhm. Sag mal, du bist doch auch bei Mr. Cameron, oder? Ach, ja. Und ist da nicht auch dieser Footballspieler, Mahoney? Also ehrlich gesagt sehen die Footballspiele alle gleich aus. Ja, ja. Gut, kann ja sein. Ich dachte nur, den kennst du sowas. Ich sag Ihnen was, ich habe nicht so das Auge für männliche Footballspieler. Hm. Dann einen schönen Samstag. Ja, danke. Danke. Und du kannst zurück in den Mercedes steigen und losfahren. Genau, und ihr kommt alle bei Manon an und steht tatsächlich eine Weile. Ihr seht Ezra tatsächlich als einer der ersten mit Kopfhörern auf, als der Mercedes parkt und Lydia vom Bus kommt. Hey. Hey, ich krieg mein Brett hoch. Greif's mir. Nimm dann so die ab und mach dann erst klack die Musik aus. Guten Morgen. Ich steig aus und knall die Tür richtig doll zu. Oh, Jess, du siehst ja fabelhaft aus. Oder das blühende Leben. Siehst du das blühende Leben? Hier wohnt also Manon. Wow. Cool. Ja. Bei einem Onkel. Ist unpersönlich, oder? Findest du? Egal. Ab einer gewissen Preisklasse wird es sowieso unpersönlich. Ihr solltet mal... Ach nein. Hat jemand schon geklingelt? Nein, ich gehe hoch zur Tür. Wie ist überhaupt mein Hausnachname? Genau, das wir schauen zumindest mal, wie der Name von ihrem Onkel ist. Also tatsächlich findest du den einzig französisch klingenden Namen, den du nicht wirklich aussprechen kannst, ist Fenelon. Aber Fenelaunte geschrieben, das ist der einzig klingende Name hier. Ja, dann. Sieht man noch aus wie jemand, der Fenelon heißt? Ja. Französisch. Ich klinge mal. Sie hat die Apartmentnummer aber auch auf den Zettel mit draufgeschrieben. Kommt keiner drauf, so dass das ich ist. Glaube, in Amerika stehen gar keine Namen an den Klingelschildern. Da stehen nur Apartmentnummern. Aber bei uns am Amerika, weil Fenelon lustig ist, wurde gerade da geklingelt. Und du hörst es oben und ja, siehst durch tatsächlich eine kleine Kamera auch
Und vier undeutliche Gestalten, weil mehr Pixel haben. Fischauge sozusagen. Eine große Gesichter. Ja, genau. Sie drückt auf den Sommer und sagt, ja, einfach direkt in den Fahrstuhl steigen. Ja, und tatsächlich kommt ein sehr, sehr sauberer Gang. Also die Putzfrau ist ja anscheinend jeden Tag unterwegs, der einfach nur in einem Fahrstuhl endet und eine Tür, die anscheinend entweder Notausgang oder Keller beinhaltet. Und im Fahrstuhl selbst dann seht ihr bereits, man kann nichts, man drückt nichts, sondern es ist irgendwas, muss man eine Karte reinstecken oder keine Ahnung was. Jedenfalls glänzt dann eine Nummer auf, die dem entspricht, was ihr gerade geklingelt habt, und er fährt hoch und öffnet sich in einem kleinen Flur, der zur Wohnung führt, in der Manon bereits wartet. Fancy. Bonjour, bitte tretet ein. Hey. Guten Morgen. Bonjour. Guten Morgen. Was hast du eigentlich in dieser Alufolie, Kate? Oh, das ist mein Waffelsandwich. Hier, das kannst du haben. Und du kriegst... ein Waffelsandwich, sind einfach nur drei Waffeln, unfassbar doll vollgeschmiert mit Sirup. Also es ist ein Sandwich, wo das obere Brot eine Waffel ist, das untere Brot ist eine Waffel und dazwischen ist als Füllung eine Waffel. Okay, ein Waffelsandwich mit Waffel drauf. Mhm. Ich lege das auf den nächsten Tisch. Der Tisch ist danke. So was wird irgendwann mal ausgegraben und dann fragen sich die Leute, warum? Kult. Ben, die Antwort ist immer Kult. Wenn man bei Archäologie nicht weiter weiß. ja, ich würde sagen, da das, der Raum öffnet sich, also die Tür öffnet sich direkt in so eine große, relativ steril wirkende Wohnküche. Einfach so dieses, obwohl, Moment, das ist Ende der 90er. Oh, no, ich weiß es Besseres. Moment. Oh Gott. Ja, nee, es ist Ende der 90er und Manon trägt so einen Hausanzug aus Niki in irgendeinem Tierprint mit einem bauchfreien Oberteil und einer tiefsitzenden Jogginghose. Und die Tür öffnet sich ohne Flur oder Garderobe oder sonst irgendwas direkt in ein riesengroßes Wohnzimmer mit super dickem Teppichboden. Und auf der einen Seite ist die Küche, auch alles mit Teppichboden ausgelegt, denn es ist Ende der 90er. Und ein Stück weiter innen im Raum, im Wohnzimmer, da steht kein Sofa oder so, sondern da gehen ein paar Stufen runter und da ist so ein Sitzbereich im Boden quasi drin. Und dort steht so ein gläserner Tisch und auf dem stehen Croissants und Saft und... Möchte jemand Kaffee? Hinter seht ihr ein riesengroßes tatsächlich Panoramafenster aus zwei Fensterfronten mit Blick auf die ganze Stadt. Also so hoch wart ihr tatsächlich noch nie hinter die Heiz. Oh ja, Kaffee klingt gut. Ja. Gern, ja. Ich Kaffeesaft. Ja, sie trägt so eine französische, so eine French Press auf den Tisch und schenkt ein bisschen Kaffee ein. Milch ist da. So, es ist nicht so was wir uns heute unter Brunch vorstellen, so mit Fisch und so weiter, sondern es ist eigentlich mehr oder weniger Kalks und halt Gebäckstücke und ein bisschen Marmelade, ein bisschen Butter. Ja. Herzlich willkommen. Oh, Jezebel, ich sehe, du hast dich hervorragend ausgeruht. Tatsächlich, ja. Danke. Also, hierfür auch. Wobei ich schwören könnte, dass dein Schwanz mich heute Nacht mindestens einmal gehauen hat. Es tut mir leid, ich kann das nicht. Das hat mir noch niemand gesagt. Manons Gesicht verzieht sich einmal so, verspannt sich so ein bisschen, als sie begreift, dass Jezebel bei Kate im Bett geschlafen hat und lächelt dann sofort wieder und setzt sich in diese Kuhle hinein, in diesen tiefer gelegten Boden. Aber ich muss auch sagen, durch die ganzen Kissen ist dein Bett verdammt eng. Ja, ich habe dich so oft besucht da. Du musst da ja auch nicht nochmal schlafen. Oh, wer weiß, vielleicht verwandle ich mich jetzt jeden Abend. Dann kann ich unmöglich. Wobei du hier auch ganz schön viel Platz hast. Wohnt hier auch dein Onkel? Ja. Kann ich auf cool würfeln oder so? Gerne, wenn du cool bleiben möchtest. Aber ich, möchte,
Das unbedingt. Dann tu das. Moment. Nee, wieso würfelt es nicht? Ah, jetzt. Okay. Hier, to do something, yeah. Ja. Oh, da haben wir jetzt eine 10. Jawolligen. Ja, vielleicht ist es sinnvoller, wenn du das nächste Mal hier bleibst, wenn du notfallmäßig einen Platz zum Übernachten brauchst. Hm. Was macht denn dein Onkel, dass er sich sowas leisten kann? Ich meine, die Aussicht ist bombastisch. Ich war noch nie in einem hohen Haus, muss ich sagen, bevor ich hierher gekommen bin. Das war sehr gewöhnungsbedürftig, aber es ist durchaus ganz hübsch. Okay, was machen wir jetzt? Manon, du darfst einen Faden zu Jess binden. Oh, ja, sehr cool. Cool abgewählt hast, was sie versucht hat. Ja. Was wir jetzt machen? Irgendwas ist mit diesem Polizeichef aus Philadelphia seltsam. Meine Mom meinte, dass der extra und dafür noch ziemlich schnell hierher gekommen ist, um das Purgatory auszuräuchern. Und das kommt mir irgendwie ein bisschen seltsam vor. Normalerweise sind die Feds ja nicht so schnell. Können wir den Abend einfach nochmal oder insgesamt, ich meine, einfach versuchen zu verknüpfen, was eigentlich mir als scheint alleine passiert ist. Wobei, nicht alleine. Denn wir haben ja mitbekommen, dass zumindest zwei aus der Englischklasse schon am Mittwoch den Drang verspürt haben, free yourself, be yourself auszuprobieren. Und ich rede jetzt nicht nur von Leland, das kann natürlich wirklich sein, dass er einfach gesnappt ist, aber seltsam bei Leland. Ich rede von dem Cinderella Ortega Zwischenfall und sie schaut zu Lydia. Naja, ich muss sagen, das ist für sie doch eigentlich normal mittlerweile. Was genau meinst du? Oder meinst du, Entschuldigung, ich habe es gerade verwechselt mit Kendra. Nein, ich meine genau Kendra. Cinderella war ihr Opfer, sozusagen. Wahrscheinlich verdient, keine Frage. Ja. Aber Kendra hat doch, also ich meine, ja, schon mal zugeschlagen, aber... Sagen wir es so, Cinderella hat sie an einem Punkt erwischt, an dem man Kendra nicht erwischen sollte. Von daher weiß ich nicht, ob es damit zu tun hat. Ganz kurze Frage, weil meine Notizen vom letzten Mal leider ein bisschen dünn sind. War Cinderella die Lily im Bad? Ja. Ja. Okay. Mit Cheer Squad bedrängt hat und dann kam Kendra rein und hat die Rippen gebrochen. Angestaut. Ich meine, Kendra ist brutal, aber. Du warst da. Nicht wir. Kann man schwer. Cinderella hat jemandem gedroht, der für Kendra sehr wichtig ist. Und dementsprechend ist Kendra ausgetickt. Verständlicherweise. Gut, dann interpretiere ich auch vielleicht dazu viel rein. Wie soll das alles zusammenhängen mit Leuten, die einmal im Monat sich verändern? Nochmal, Ezra, das passiert mir normalerweise nicht. Ich hatte dieses... Das Gefühl, dass unter deiner Haut Millionen kleiner Ameisen laufen und sich einen Por suchen, um rauszubrechen. Das ist das Gefühl, bevor ich mich heute. Kein geiles Gefühl. Ich wäre nicht in diesen scheiß Club gegangen, hätte ich gespürt, dass das ansteht. Okay, also wir ignorieren einfach, dass du kein Mensch bist. Wir können diese Frage über Mensch und Nicht-Mensch ja gleich noch ein bisschen weiterführen, aber ich würde gerne auf eine Frage zurückkommen, die du gestern angesprochen hast. Und zwar hast du gesagt, dieses hier ist deine Superheldenform. Möchtest du uns daran teilhaben lassen, was deine Superheldenfähigkeiten sind? Das ist Quatsch, das habt ihr gesagt mit den Superhelden und ich habe keine Fähigkeiten in dem Sinne. Ich bin
alle, die mir im Hive folgen, eure werten Mitschülerinnen und Mitschüler und dein jetzt auch, Manon, sind Teil, ich kann mit ihnen Kontakt aufnehmen, über eine sehr weite Distanz. Ich kann sie rufen, wenn ich sie brauche. Ich kann ihnen Nachrichten zudenken. Und ich kann sie auch... Das erinnert mich mehr an die Fähigkeit an eines nackten Mull als an eine Eidechse. Auch noch biologisch bewandert. Ich bewundere dich immer mehr. Ja, vielleicht bin ich Nacktwull-Woman. Aber bist du nicht auch in Eif, Kate? Kate ist ein sehr spezieller Fall. Und das meine ich positiv. Ja, ich hätte sie gerne im Hive, aber sie möchte nicht im Hive sein. Nicht so wie die anderen, die mich umschwärmen und Teil von mir sind. Warte, die alle gut aussehenden Mädels der Schule und ein paar von den Jocks kriegen von dir Gedanken in ihren Kopf. Und alle finden das normal. Sie merken nicht, dass das von mir kommt. Sie sind nicht die Schlauesten. Du kontrollierst die halbe Schule? Nein, 10, 12 Leute. Und du kontrollierst 10, 12 Leute? Ich kontrolliere sie nicht. Okay. Wenn wir über Superhelden und sowas sprechen, das ist kein Heldenverhalten. Hey, du weißt ja gar nicht, was ich mache. Ich schicke nicht die Basketballer auf deinen Leland Foster. Ja, aber machst du auch irgendwas Gutes damit? Für mich sieht es nämlich so aus, als wärst du einfach eine Clique von Leuten, die auf anderen vielleicht nicht rumtrampeln, aber die einfach nur hübsch und gehässig sind. Und jetzt mal ehrlich, größtenteils ziemlich scheiße. Ja, das ist wohl so. Aber ich bestimme nicht, wie sie sind. Und nachdem ich gestern ein Gespräch mit Kate im Auto hatte, kann ich vielleicht auch die ganze Sache zu einem guten Zweck nutzen. Aber sag mal, Jess, du hast gerade gesagt, dass es jemanden gibt, der die Basketballer auf Leland gehetzt hat? Nein, ich sagte nur, die sind nicht, also ich kenne Kowski oder wie er heißt, überhaupt nicht. Und dementsprechend, ich glaube nicht, dass jemand, ich glaube, die sind einfach so scheiße. Aber ich habe auch noch nie, um zu den Superhelden, Superschurken Gespräch zurückgekommen, den Hive dazu eingesetzt, in der Masse jemanden zu drangsalieren. Ich habe Ortega nicht angewiesen, Lillian Danes in der Mädchenumkleide zu bedrohen. Ich habe einen Ruf und diesen Ruf baue ich mir auf, nicht durch Gewalt. Durch Manipulation, okay. Aber nicht durch Unterdrückung. Oh, Entschuldigung, habe ich dich schon mal direkt unterdrückt, Ezra Broder? Nein, aber weißt du, ich glaube, von oben sieht Unterdrückung nie nach Unterdrückung aus, sondern immer nur nach Manipulation. Kann ich nicht widersprechen. Aber... Und sie stockt ganz kurz und schaut auf Ezras Schulter. Also der Blick ist irgendwo ganz woanders, obwohl sie wohl anscheinend eher in deine Augen gucken wollte. Und überlegt einen kurzen Moment. Und dann greift sie ein Croissant und beginnt zu essen. Wisst ja nicht, wie es ist. Ja, schweres Schicksal, das Popular Girl in der Schule zu sein und 10 Drohnen zu haben, die um einen herumkreisen. Was glaubst du, warum ich das bin, Lydia Reed? Und wie ich das geworden bin? Harte Arbeit? Nein. Hat dich eine radioaktive Echse gebissen? Oder ein radioaktives Supermodel? Oder ein radioaktiver Nacktmull? Sind Nacktmulle von Natur aus radioaktiv? Sie sehen so aus. Ich bin so, weil ich es forciert habe. Das heißt, ja, schuldig im Sinne der Anklage, wenn ihr sagt, du hast deine seltsamen Echsen-Hive-Fähigkeiten dazu benutzt,
dir Anhänger zu schaffen. Ja, vielleicht ist es eine Jezebel-Sekte. Herrje, jetzt wisst ihr es. Warum? Keine Ahnung. Wie es dazu kam, weiß nicht. Aber ich hatte es plötzlich. Und glaubt mir, in der Junior High war ich nicht das Popular Girl. Kannten die anderen okay. Sie schon in der Junior High? Nein. Nein, wir haben uns erst in der Franklin High kennengelernt. Wie willst du weitermachen damit? Irgendwann ist die Schule vorbei? Ja, dann gehe ich wahrscheinlich, wenn mein Dad alle Weichen richtig stellt, vielen Dank dafür, Dad, in eine Kanzlei oder werde Chefärztin eines Krankenhauses oder was auch immer und habe auch dort Leute um mich herum, die mich verdammt toll finden. Und so steige ich auf. Und dann hängen ihre Karrieren davon ab? Oder wenn exakt. Du im Krankenhaus das Sagen hast, das Leben von Patienten? Ich will keine Ärztin mehr, das war ein Beispiel. Aber ja, vielleicht, wer weiß, keine Ahnung, ich habe mich dazu nicht entschieden und ich bin auch noch nicht entschieden. Ich habe noch 2 Jahre. Vielleicht auch erst mehr College. Hm? Und es gibt immer die Leute, die einen Mittelpunkt suchen, weil sie selbst kein Mittelpunkt sind. Ja, schön, dass du dich selber analysierst, aber... Nun, sie hat recht. Es gibt immer Leute, die das brauchen. Es sind nicht alle Menschen selbstständig dazu fähig, überhaupt irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und... Verteidigst du jetzt gerade ihren Gehirnwäsche-Bullshit? Entschuldige mal, auch ohne mein Gehirnwäsche-Bullshit gäbe es irgendjemand, der eine Traube von irgendjemandem um sich rum hat. Ja, ganz aber nicht mit fucking irgendwelchen Echsenpheromonen. Ezra, irgendjemand ist immer derjenige, der die Gedanken der anderen leitet. Vielleicht bist du tatsächlich eine große Ausnahme, der du deine eigenen Gedanken formst und hast. Aber die meisten Menschen... Du glaubst echt, dass die meisten Menschen keine eigenen Gedanken haben? Ich weiß, dass die meisten Menschen keine eigenen Gedanken haben. Ich weiß, dass die meisten Menschen auf der Suche nach einer Entscheidung sind, die sie nicht selber treffen müssen, denn Entscheidungen zu treffen ist anstrengend. Wie viele Frauen können sich nicht mal entscheiden, was sie abends zu essen haben wollen? Ja, total. Wie viele Männer können sich nicht entscheiden, welche Frauen sie haben wollen? Lydia? Kate? Seid ihr auch irgendwie, ohne dass ich es bisher mitgekriegt habe, im Geheimen total weirde, ausbeuterische... Sickos? Oder? Ich komme zu Kate rüber. Okay, gehen wir vielleicht nicht so weit wie Manipulation durch irgendwelche Exenhormone. Aber dein ältester Bruder, er ist bei der Polizei, ist er nicht? Ja. Welche Position hat er bei der Polizei? Noch keiner, außer dass er halt, er hat ein Badge, er ist auf der Straße unterwegs, aber er lernt für seine Lieutenantenprüfung. Aber wenn du jetzt die Frage stellst, und findest du gut, dass er das Monopol auf Gewalt braucht? Nein! Fuck nein, yo, wir streiten das ständig deswegen. Ich kann dir nur sagen, dass wenn ein Tag, ein normaler Tag, eine 8-Stunden-Schicht für ihn ist und er trifft auf 100 Entscheidungen, dann sind 98 Entscheidungen von diesen schon für ihn getroffen worden. Je weiter oben in der Nahrungskette bist, desto mehr Entscheidungen triffst du selber. Aber nicht jeder hat das Bedürfnis, überhaupt nach oben in der Nahrungskette zu gehen. Jezebel offensichtlich hat Menschen gefunden, die überhaupt kein Interesse daran haben, eigene Entscheidungen zu treffen. Nee, das weiß sie nicht. Das weiß sie nicht. Sie hat einfach Leute gefunden, bei denen sie beschlossen hat, dass sie die Entscheidungen für sie übernimmt. Oder kamen die an und haben die freiwilligen Vertrag unterzeichnet. Hier, Jezebel, nimm mir meinen eigenständigen Menschenverstand. Ich hätte gerne, dass du für mich alles entscheidest. Die Croissants sind verdammt gut. Dankeschön. Das ist eine kleine französische Bäckerei. Okay, ihr? Runter. Ihr seid Psychopathen. Ist euch das klar? Und was bist du, Ezra? Zumindest niemand, der andere ausnutzt. Das ist okay, behaltet eure scheiß Croissants. Ich stehe auf. Ezra. Ich weiß, wir haben jetzt sehr lange über dieses Thema hier geredet, aber wir haben eigentlich viel größere Probleme. Befürchte ich. Ja, weil irgendjemand offensichtlich dabei ist, eure kleinen schmutzigen Geheimnisse aufzudecken. Und wenn du dir solche Sorgen machst, Lydia, mache ich mir Sorgen, was dein Geheimnis ist. Nein, es ist irgendjemand, der versucht, sie hier und wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Leute irgendwie aufzuhetzen, aufzustacheln. Glaubst du, das, was mit Leland passiert ist, war normal? Würde sich Leland normalerweise so verhalten? Du kennst ihn besser als ich. Ja, ich kenne ihn.
Aber weißt du, was auch passiert? Wenn man manche Leute in die Ecke drängt, weil man sie ausnutzt, mein Blick fällt auf Jezebel, weil man sie für klein hält und sie nicht ernst nimmt und davon ausgeht, dass sie keine eigenen Entscheidungen treffen und wenn sie ausgestoßen werden und wenn ihnen immer nur wieder gesagt wird, wie schlecht sie sind und wie falsch sie sind und dass sie nicht gewollt werden, irgendwann reißt dann ein Faden. Ich denke, Ezra hat hier einen ganz wichtigen Punkt. Und ich würde sagen, ich gucke Jezebel an. Ich glaube, dass das auch etwas ist, was ihn wirklich sehr stresst. Ja, das mag sein. Aber alles, was Ezra mir gerade im Kopf gemacht hat, habe ich nicht getan. Nicht mit den Leuten, die mit mir verbunden sind. Ich habe eine Frage noch, Jezebel. Ja. Die Menschen, die mit dir verbunden sind, hast du sie ausgewählt oder hast du sie gefunden? Sie haben mich ausgewählt. Ich hätte überhaupt nicht die... Es war Freshman Year. Ich hätte überhaupt nicht die... Ich meine, das kam vor dem Häuten. Dementsprechend hatte ich überhaupt nicht die Ahnung, dass es so etwas gibt. Das heißt, ich habe zuerst ihre Stimmen gehört, bevor sie meine vernehmen können. Und das war... Charlene war die Erste. Wirklich? Mhm. Aber ich ziehe mir auch die Haut der Bösen an. Das war ich auch schon, bevor ich eine Echsenmanipulatorin war. Damit habe ich kein Problem. Und dass Ezra damit ein Problem hat, ist auch in Ordnung. Ich habe doch kein Problem mit deiner Echsenhaut. Ja, sondern mit der Manipulationsgewalt. Ja. Moment. Du hast kein Problem mit meiner Echsenhaut? Warum sollte ich ein scheiß Problem mit deiner Echsenhaut haben? Ist deine Haut, solange ich sie nicht haben muss? Wobei ich sagen muss, du hast heute eine wirklich schöne Haut. Also vielleicht lohnt sich das mit dem regelmäßig sich häuten. Ja. Peeling. Fantastisch. Aber ich habe noch eine andere Frage. Und zwar etwas, was Jezebel vorhin schon angesprochen hat. Dieser Song. Kommen wir zu den wichtigen Themen. Ja. Welcher Song? Der gestern im Purgatory lief. Der dazu geführt hat, was mit Jazz passiert ist. Und anscheinend nur mit mir. Quick question, hat Kate, die war ja nicht beeinflusst, hat sie, nee, ne? Ja, ihr habt alle auf düster würfeln müssen, ihr wart alle beeinflusst. Ihr habt es nur gut geschafft, dass euch die Würfel waren geil. Aber ihr habt alle bemerkt, dass etwas in euer Innerstes greift und es rausholen will. Okay. Der Hunger. Da war was an der Musik, ja. Nun, ich gehe davon aus, dass wir alle nicht unsere Unterwäsche vor den anderen waschen wollen. Ich weiß nur, was ich gefühlt habe. Und wir haben alle gesehen, was Jezebel gefühlt hat. Ich trage keine Unterwäsche mehr. What? Mit ja, also da hört auf. Aber Ezra, ich habe dich gestern auch beobachtet. Ich habe gesehen, dass etwas mit dir war. Okay. Ich habe getan, dass es passiert. Ich weiß. Also, ich mag dich wirklich gerne. Aber ich glaube, du gehörst mit zu dieser Runde an Leuten, die offensichtlich kleine Geheimnisse haben. Lydia guckt sehr verwirrt in Richtung Ezra. Jezebel guckt eher Richtung Kate. Manon schaut Lydia direkt an. Dramatische Blickwechsel. Na gut. Hey. Wie hieß der Song? Weiß das jemand noch, der lief? Die Gruppe wurde angekündigt mit Siren of the Abyss. Siren of the Abyss. Aber falls ich ziehe aus meinem Rucksack einen Block und einen Stift
und werft den in die Mitte. Falls ihr euch an irgendwelche Zeilen aus dem Song erinnert, schreibt die mal auf. Wir googeln sie dann. Können wir irgendwie auf Erinnerungen würfeln oder so, ob uns noch Zeilen einfallen? Tatsächlich nicht. Das ist ja in Darkness Falls in Darkness Surrounds. Ja, schreibst du das auf? Ja. Ja. Mhm. Jezebel schreibt Follow Me auf. Tja. Ich schaue die Janewein fragend an. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie. Es fühlt sich an, als wäre das Wochen her gewesen. War doch gestern. Komisch. Ich nehme den Block wieder und dann werfe ich einen Blick auf die Handschrift von Kate. Okay. Kate, wie sieht deine Handschrift aus? Ziemlich ausladend und schnörkelig. So wie auf der Brief, der mir geschickt wurde, mit dem ich weiß, dass du tot bist? Du überlegst gerade, ärgerst dich kurz ein bisschen, dass du ihn zerrissen hast, denn so ein genauer Abgleich geht da nicht. Schnörkelig. Aber ich erinnere mich, dass es eine schnörkelige Schrift war. Du würdest sagen, auf jeden Fall eine Mädchenhandschrift, die sehr auf Schönschrift bedacht ist. Allerdings, boah, also die Anfangsbuchstaben, der Anfangsbuchstabe von Kate ist echt riesig ausladend. Was man natürlich aber auch absichtlich klein schreibt. Diese Herzchen übrigens. Ja. Manchmal macht sie auch eine kleine Sonne. Aber, also schwierig. Du würdest sagen, 60, 40, dass es sein könnte. 60, ja. Mhm. In den Ancient-Stil auf jeden Fall rein. Fällt Manon noch eine Zeile aus dem Song ein? Manon, du versuchst zu erinnern, siehst das andere schreiben und dann überlegst du, dir fällt ein, dass du es gemerkt hast, als gesungen wurde, and you're lost, be brave. When you're scared and you're lost, be brave. Das war da hat es bei dir angefangen zu zittern. Mhm. Dann schreibt man auch das jetzt auch auf. Würde Lydia sich nochmal hinsetzen, ihre Augen schließen und ihren Mind Palace abdriften und versuchen auch nochmal irgendwas rauszuziehen. Ich sitze neben Lydia und schnupper mein Croissant und tunk das immer in die Marmelade und knusper ein bisschen. Lydia bekommt noch zusammen, when all your strength has gone and you feel wrong, like your life has slipped away. Das, während du die Augen zu hast, beginnst du es zu schreiben. Ich habe wahrscheinlich auch eine sehr schöne Handschrift. Dann war sehr viel Wiederholung, follow me oder so etwas. Aber wie gesagt, in Musik kenne ich mich nicht aus. Da müsste man. Kims Onkel ist so ein Platten-Nerd. Naja, also ich meine, Sirens of the Abyss, sie reden, mit Musik Leute beeinflussen. Ich finde das nicht so weit gegriffen, wenn wir schwarmbildende Echsen haben. Naja, aber jetzt sag ich so gemein, Jezebel hat nicht gesungen. Gott sei Dank, sie ist eine furchtbare Sängerin. Wir waren einmal etwas, in dem eine solche Sache existiert, da existiert vielleicht auch noch was anderes. Comic-mäßiges. Ich würde mich freuen. Dann fühlt man sich nicht so allein mit seiner Freakigkeit. Manon versucht, Ezra mit ihren Blicken zu durchbohren, weil sie ihn nicht hypnotisieren kann. Er starrt zurück. Kate guckt lächelt in die Runde. Nun, das war ein fantastisches Brunch. Ich werde schauen, dass ich mich duschen kann. Und ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber ich muss mich tatsächlich um Leute kümmern. Ah, dein Kumpel Mahoney ist, glaube ich, tatsächlich bei der Polizei gelandet. Naja, hat meine Mom gehört. Oh. Ja, genau, ich muss. Ja, habe ich ja gestern mitbekommen. Nein, aber das meinte ich nicht. Also, ich werde. Ja, sie schaut nochmal auf den Zettel, den jetzt Ezra gesammelt hat, mit dem Namen und den Songdingern. Ich werde tatsächlich mal zur Mall und schauen,
ob es da mehr gibt als nur das, was wir gefunden haben. Ja, in den Plattenladen gehen. Genau, der Plattenladen, genau. Und fragen, ob jemand den Song kennt. Videostore. Tja. Und ich werde Kendra besuchen. Sei nett zu ihr. Sicher. Die haut mich zusammen, wenn ich das nicht bin. Gut. Oh, ich bringe dir das Zeug am Montag zurück. Ja, das wäre nett. Okay. Danke, Manon, für alles. Ja, steht sie auf. Und geht Richtung Aufzug. Bye, Jezebel. Yes. Bye, Jezebel. Okay. Was ist euer Problem mit mir? Wir haben kein Problem mit dir. Manon schaut mich die ganze Zeit an. Kate macht ständig irgendwelche Andeutungen. Ihr könnt mir einfach sagen, wenn ihr ein Mädchen drin haben wollt, dann gehe ich. Oh nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Ich bin auch interessiert in einem Gespräch unter vier Augen. Wieso unter vier Augen? Ja, wieso hast du immer so ein Glück? Okay, Entschuldigung, aber mein Mikrofon und Video Ninja scheinen sich nicht miteinander zu verstehen. Es regelt Lauf, es regelt runter. Ich weiß nicht, bin ich jetzt gerade normal laut? Normal laut, es ist immer nur ganz kurz, wenn du anfängst zu reden. Okay. Also alles gut. Und je lauter du redest, desto leiser wird dein Mic. Ja. Das möchte dich zum Schweigen bringen. Nun, ich, wie ich schon sagte, wir alle haben unsere Geheimnisse und ich möchte nicht hier diejenige sein, die dein Geheimnis einfach so zu anderen Personen trägt. Oh, ich finde auch gar nicht, dass Geheimnisse was Schlechtes sind. Kommt drauf an, in welchem Zusammenhang, würde ich sagen. Ich meine, eigentlich sollten wir uns auch gegenseitig vertrauen. Immerhin sitzen wir jetzt alle in einem Boot. Ich gucke zu Manon. Oh, weißt du, Vertrauen ist schon eine schöne Sache, aber manchmal können Geheimnisse auch gefährlich werden für all diejenigen, die davon wissen. Was ist mit deinem Geheimnis? Wenn du sagst, du vertraust uns, warum erzählst du uns nicht dein Geheimnis? Redest du mit mir? Nein, mit Lydia. Ah. Aber Ezra würde ich es wahrscheinlich am ehesten besprechen können. Bei euch beiden bin ich mir nicht sicher. Es tut mir leid, Kate, aber manchmal habe ich das Gefühl, du bist irgendwie auf einer anderen Ebene. Oh, danke. Denke ich. Gut, wollen wir uns aufteilen und die Recherchen machen? Ich meine, dann kann ja Manon und Ezra gemeinsam noch unter vier Augen sprechen und wir machen was Produktives. Deiner nicht vertrauenswürdigen Freundin auf die Suche nach weiteren Hinweisen. Ja, das ist ein guter Plan. Kein Problem, ich bin nicht nachtragend. So meinte ich das nicht. Ich stehe auf und nehme mein Waffelsandwich, was Lydia auch verschmäht hat. Es war klebrig. Schon okay. Und wo zieht sich hin? Manon drückt, also geht Kate jetzt, also verlässt Kate die Wohnung? Ich stehe nur mit ihrem Waffelsandwich und gucken wir die einfach voll an. Ich würde auch aufstehen. Wo suchen wir nach Hinweisen, während die beiden sich unterhalten? Ideen? Wer hat gesagt, dass ich mich unterhalten will? Unter vier Augen. Oh, stimmt, winkt dich. Autsch. Ich meine, ihr müsst euer vertrauensvolles Gespräch nicht hier führen. Wir können auch zu viert los. Okay, und wo wollt ihr Nachforschung anstellen? Jetzt kommen die richtigen Fragen. Ich fand die Idee eigentlich nicht schlecht, in die Mauer zu gehen. Vielleicht, ich meine, du hast ja Kontakte, Ezra. Vielleicht kann man mit deinem Bruder mal reden, was es mit diesen Leuten aus Philadelphia auf sich hat.
Klar. Kann versuchen, ihn auf der Wache zu erreichen, ja. Oder ich schaue auf meine Armbanduhr. Mittagspause müsste wann sein? Ist noch ein bisschen. Ihr seid jetzt, ihr habt 19, ja, ihr kommt so auf 11, 12 Uhr langsam zu mit dem Brunch. Warte, wir haben uns um 11 zum Brunch getroffen. Ach so, stimmt, ja. Stimmt. Ach, das heißt, das ist ja schon. Wir waren alle zu früh, wie unhöflich. Nur, dass man noch bissig ist. Das ist schon kurz nach 1, ja. Okay. Ja, mit etwas Chance finden wir ihn irgendwo bei einem Fressstand in der Mall. Okay. Gut, gib mir kurz 5 Minuten, ich zieh mich um. Ich hätte vielleicht auch noch jemanden, der vielleicht etwas mehr weiß. Du? Mhm. Oh, fantastisch. Ich kenne ihn niemanden. Manon geht in ihr Zimmer und zieht sich um. Wen kennst du? Meine Oma. Hat viel erlebt. Kennt sich gut mit Musik aus. Kennt sich super mit Musik aus. Style of their business. Oma, und ich glaube, läuft. Ja, nach 5 Minuten kommt man auch tatsächlich wieder umgezogen zurück. Wir fahren mit dem Auto. Ihr passt nicht alle auf meinen Motorrad. Und damit geht es per Aufzug in die Tiefgarage von diesem Gebäude, in dem, was für ein Auto steht, Manon? Ein Moment, ich muss es nur kurz googeln, weil ich natürlich nicht weiß, wie Autos heißen. Ich hoffe nicht, meine Autos. Aber du, ihr steigt schon mal ein in diesen fantastischen. Dieses Auto heißt Jeff. Es ist ein schwarzer Impala. Bestes Auto. Okay. Ja, ein 76er. Ja, selbstverständlich. Mit festem Verdeck. Ja. Ich verstehe. Dann könnt ihr sogar hinten einsteigen, wunderbar. Ich werfe einen kurzen Blick in den Kofferraum. Das sind Holzspieße. Nein, der Kofferraum ist leer. Hat er so Fledermausflügel hinten dran auf den, den Kotflügeln? Falsches Franchise. Gut, dann fährt Manon sogar Auto und wohin geht's als erstes, Manon? In die Mall. Ja, die Mall etwas außerhalb gelegen, groß gebaut, zu groß eigentlich für Liberty Heights und dementsprechend mit schon sehr vielen Leerständen. Aber hier gibt es einen großen Cineplex und einen Videobuster/Plattenladen tatsächlich. Das ist der Laden, von dem auch Jezebel geredet hat. Hier arbeitet nämlich Becky und Kim. Der Onkel oder, nee, Quatsch, Entschuldigung, es ist der größere Bruder von Charlene Kim. Und ja, ihr parkt auf dem viel zu großen Parkplatz, obwohl Samstag ist der hier zur Hälfte noch leer und seht die Kinowerbung, ein paar neue, aber ein paar, die schon ein paar Monate laufen. Man in Black ist jetzt gerade frisch angelaufen. Fifth Element läuft schon ein bisschen. Die Vergessene Welt, Jurassic Park 2 ebenfalls. Dann Event Horizon für alle Horrorfans. Face Off und Con Air streiten sich gerade um die Action-Krone und für die Kleinen Disneys Hercules. Und an dem Cineplex vorbei kommt ihr in die Mall hinein und in den Videobuster, wo bereits Becky an der Theke wartet. Entschuldigung, ich hatte gerade eine Vision, wie die Kinder also im falschen Kino landen, aus Versehen Event Horizon sehen. Da ist der nette Mann aus Jurassic Park. Oh Gott! We're leaving. ja, und Baekhyun oder kurz Jun ist tatsächlich der Inbegriff von einem Nerd-Subkultur-Kenner. Auf der Theke ist ein Bildschirm und dort angeschlossen sieht man je nach Wunsch, wenn Leute eher suchen oder wenn er Pause hat, steht ein Sega Saturn, eine Playstation und ein N64, an das er auf Bedarf umstöpseln kann. Ja, kurze schwarze Haare, eine Brille, sein kleines Name-Tag hier, Videobuster Kim. Und gerade an einem großen Kastenbildschirm zugänge. Den kennen wir wahrscheinlich auch als Mitglieder des Videoclubs, oder? Genau. Er kommt da zu mit technischen Sachen und so weiter, ja.
Hey, Kim. Oh, hallo Lydia. Hallo und Lydias Freunde. Hi. Hey, ich biege in die Musikabteilung ab. Ja, wie gesagt, das ist tatsächlich so ein Stück Plattenladen. Viel Spaß. Was los? Ach, wir sind eigentlich nur am Rumgucken und wollten neue Musik kennenlernen. Sag mal, hast du auch was von Sirens of the Abyss schon was gehört? Sirens of the Abyss? Nee. Und er greift zum Telefon. Das ist nie ein Hindernis für mich. Ich bin gleich wieder für dich da. Weißt du, also eine Band wahrscheinlich, ja. Genre? Ja, eher so rockig. Rockig. Okay, ja, finde ich raus. Lydia, so ist halt Gitarren. Ist kein Chor dabei und keine Orgel. Also, es ist Rock. Dude, hier ist Jun, hallo. Ich bräuchte mal ganz kurz, hier haben wir eine Musikexpertin, die eine Newcomer-Band anscheinend findet. Und schau mal kurz, kennst du Siren of the Abyss? Gib mir alles, was du davon hast. Ich habe es nämlich hier nicht im System. Ja klar, leg los. Ja, und er ist am Telefon und hört anscheinend jetzt erstmal der anderen Stimme zu. Samstag. Ich warte dann da. In der Mall sind viele Leute unterwegs. Suchst du was Bestimmtes, Ezra? Ich weiß nicht. Hast du. Ich bin ein bisschen so am Durchsuchen. Finde dann die neue Rage Against the Machine. Ja. Ich weiß nicht, alles, was noch ein bisschen in die Richtung geht. Also du findest tatsächlich alle Bekannten oder die du hast in deiner Ecke und dann gehst du ein bisschen darüber hinaus. Eine riesige Country-Ecke. Dann auch ein bisschen Vinyl hier und da. Aber unter S zumindest nichts eingeordnet. Unter A auch nicht. Also Neuerscheinung auch nicht. Nee, also CD oder sowas findest du hier auf jeden Fall nicht. Es gibt auch keine Ecke, wo irgendwie Künstler so ihre eigenen Mixtapes oder sowas hinpacken, damit man in der Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand mal von einem Label vorbeikommt oder sowas. Findest du auch? Hast du auch schon ein paar Schmuckstücke selbst für dich gefunden? Aber nee, hier ist keine irgendwie selbst geprintete oder sowas und nichts gefunden. Okay. Dann bin ich nur länger am Überlegen, was ich mir irgendwie hole oder ob ich doch lieber Sachen irgendwie aus dem Radio aufnehme. Habe ich schon gehört, ja. Ganz anderes Thema. Nee, aber das wird wahrscheinlich erst 99 was. Ich sag's dir, nein. Ich habe gelesen, Miramax hat jetzt wohl Neil Gaiman auf das Skript angesetzt. Ja, ohne Scheiß. Nachdem Miyazaki untersagt hat... Stopp. Ich klopfe mit der Hand auf das... Wow, kleines Moment. Nein. Das ist untersagt. Es gibt keine Schnittfassung. Doch. Mit ich würde rübergreifen, also auf diesen Knüppi drücken. No Cuts, ne? Ein Samurai-Schwert hat er... Hallo? Hey! Hi. Wow, was? Mädchen, es ging gerade hier um hier dieses... Ja. Okay, ich fange jetzt damit nicht an. Okay, aber gut. Du wirst mir danken, wenn du als erstes... Hast du Kikis kleiner Lieferservice gesehen? Hast du nicht und du hast was verpasst. Und drüben in Japan ist jetzt der große, heiße Scheiß und der wird ewig laufen, wenn er uns bleibt. Und wahrscheinlich wird Miramax das komplett zerstückeln und dann kommt es hier nicht an. Ja? Kim! Ich wünschte, ich könnte bei mir einen Knopf drücken. Hi. Oh, sorry. Worum ging's? Sirens of the Abyss. Ja, das ist so eine, ja. Ich kann das nicht. Die Band ist erst dieses Jahr im März gegründet worden. Die Sängerin, und der hat so einen kleinen Blog, heißt Celeste Amundsen, Norwegerin. Dann gibt es eine Drummerin, Kachi Tanaka. Und anscheinend sind die ein Paar. Und Gitarrist und Bassist hat er jetzt nicht, also es sind vier Leute, wurden jetzt nicht mit Namen genannt. Und deshalb wollt ihr es wissen, aber ich habe keine CD davon, die sind gerade im Purgatory unterwegs.
Ach so, das wussten wir natürlich nicht. Live auf, genau. Aber das wahrscheinlich nicht, weil der Club wurde ja geschlossen, zumindest den heutigen Tag. Ich glaube, morgen wollte ich wieder aufmachen oder sowas. Kann ich mich erinnern, ob die so eine Art Merch-Stand da hatten? Nee, hast du nichts gesehen. Ja. Gibt es ein Hotel in dieser Stadt? Ja, ja, mehrere. Motels wie Hotels, ja. Sorry, mehr habe ich nicht. Also Sängerin, Drummerin, Norwegerin und Japanerin anscheinend. Die zwei Dudes konnte er jetzt auch nicht zuordnen. Wie gesagt, er ist dieses Jahr gegründet und jetzt keine große. Die Touren wahrscheinlich demnächst irgendwann, aber. Okay, aber ich schließe daraus, dass bisher noch keiner da war, der nach denen gefragt hat. Ihr seid die Ersten tatsächlich. Ha, stimmt. Obwohl die ja wahrscheinlich schon eine Woche spielen, oder? Aber vielleicht haben die einen Deal mit dem Club. Das kann natürlich sein. Also, das weiß ich nicht. Yo! Nee, erzähl ich dir ein andermal mit dem Samurai-Schwert. Die Sache ist, was? Ach so, ja, gebe ich weiter, klar. Nein, das ist alles Kundenservice, weißt du ja. Okay, ich habe bis 3, dann können wir was zocken. Nö, morgen nicht. Ich sag, ich mache keine Sonntagsschicht. Was? Was machst du? Ich dreh mich weg und guck die okay. Leute an. Also, so wie es ausschaut, sind die tatsächlich heute nicht im Club, sondern sind im Ramones gebucht. Ja, diese Musikbar. Ah. Ja. Okay. Es versteht im Hintergrund so, als müsste er Kopfschmerzen wegdrücken. So, jetzt habe ich aber nichts mehr. So, sonst noch was? Braucht ihr was? Holt ihr was? Kauft ihr was? Leid ihr was? Mal diese Kiki-Geschichte. Ja. Studio Ghibli? Ja? Ja, die machen eine, die haben, in Japan ist letztes Jahr neu herausgekommen, aber hier hat es Miramax geholt und Miramax konnte sich nicht einigen und das gab also, nicht, hast du eine Version hier oder nicht? Nein, weil es noch keine, also. Hey, kann ich dein Telefon mal benutzen? Ich schiebe einen Dollar auf über die Theke. Klar, er schiebt ihn dir wieder zurück, natürlich. Hey, das ist okay. Auf den. Ich rufe bei Dom an. Ja. Yo, Maschalski. Hey, Ezra hier. Ist Peter da? Ezra. Oh! Peters Bruder. Ah, ihr seid immer so viele. Moment mal. Pete! Jetzt gerade im Bad, ich gucke gerade. Und du hörst, wie irgendwie der Hörer abgelegt wird. Hey, dein Bruder! Ich weiß nicht welcher. Doch, weiß ich. Warte. Joe? Du hast keinen, der Joe heißt. Und okay. Hey, ist kein Grund zu. Ich nehme die CD damit. Die CD. Okay. Klar. Hey, erstmal sorry, Dom, Idiot. Nein, Pete. Sorry, dass ich so früh anrufe. Ich schau auf die Uhr. nee, wir sind schon, wir, ja, was gibt's? Du spielst heute Abend im Ramones? Heute Abend spiele ich im, entweder heute oder morgen. Ich habe noch keine Rückantwort bekommen. Kannst du mir vielleicht nachher die Tür aufmachen? Wow, okay, du willst, wow, okay, ja klar, natürlich. Cool. Weißt du, wo es ist? Ja, klar. Okay, also wenn bin ich wahrscheinlich so. Wann bist du da? 7, ja. Um 7? Okay. Ja. Ich klopfe dann hinten, oder? Da gibt es kein Hinten-Keller-Ding, aber also da geht es nur in vorne. Okay, wenn ich Bescheid sage, lass da einfach sagen, dass ich mit Peter sprechen will. Und ja, klar, cool. Cool. Okay, ich habe vielleicht Freunde dabei. Das fände ich wahnsinnig. Lasst euch von dem Innenraum nicht verschrecken. Lloyd ist halt ein Ramones-Fan. Das kann man leider nicht. Hey, aber ich hab gehört, auf der Bar hat sich irgendwie Stephen King verewigt. Immerhin. Echt? Ja, der ist ja auch ein Ramones-Fan. Pet Cemetery! We don't want to bury in a pet cemetery!
Okay, bis gleich, Peter. War dir noch gut? Geht's dir gut? Mir geht's super. Ey, wenn du kommst... Dir geht's gut? Okay, ja, ich freue mich. Gut. Dann höre ich dich mal spielen. Ja, das finde ich Wahnsinn. Also echt cool. Bis nachher. Bye. Ja. Okay, danke. Ich schiebe das Telefon wieder zurück und grabbel rum, um das Geld für die CD rauszuziehen. Und dann drehe ich mich zu den anderen dreien so halb um. Also, wir können auf jeden Fall heute ins Ramones auch früher rein und wahrscheinlich auch hinter die Bühne oder so. Keine Ahnung, wo die Leute sind, die einen Auftritt haben. Fantastisch. Was trägt man im Ramones? Jeans und T-Shirt. Das ist ein Ramones-Ding. Oh, wir können noch einkaufen gehen, wenn du möchtest. Ich kann auf jeden Fall nicht noch mehr meiner Klamotten opfern. Oh nein, wir gehen für dich auch einkaufen. Ach, warum? Wo kommen diese Nüsse überall her? Ja, ihr seid der Maul. Und ja. Sie hat auch. Wir gehen einkaufen. Wir gehen ein paar modische Klamotten einkaufen, ein bisschen was Tighteres, Düsteres für Manon, ein bisschen was sexy, Jeansiges für Kate und eine ausreichend lange schwarze Bluse mit einer tiefgeschnittenen Jeans für Lydia. Okay. Gott sei Dank hast du dir darüber Gedanken gemacht, weil ich hätte mich. Stito. Ja. Ja, sehr gut. Dann erlebt ihr tatsächlich Manon im gezielten Shopping-Rausch. Also es sind tatsächlich nur wenige Griffe und Anhalten, bis die Dinge zusammengestellt worden sind. Ich gehe auf Sicherheitsabstand. Du warst draußen. Und halte Ausschau, ob ich meinen anderen Bruder irgendwo sehe. Irgendwo entlang der Reihen wirft Manon Ezra nur so eine schwarze Lederjacke mit super vielen Reißverschlüssen zu. Okay, wie viel kostet sie? Ja, $80. Ich hänge sie vorsichtig wieder hin. Nee, Manon zückt eine. Welche Farbe haben Kreditkarten? Eine schwarze Kreditkarte? Vielen Dank, Miss. Und zwei riesige Tüten gehen an Manon zurück. Merci. Und ein weiteres Mal drückt sie Ezra die Lederjacke in die Hand. Okay, danke. Gab es Starbucks schon in den 90ern? Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch in irgendein hippes Café. So. Ja, es gibt tatsächlich einen Coffeeshop. Ich halte klischeehafterweise überall, wo es Donuts und Bären, Bear Claws gibt und so, halte ich Ausschau nach. Dann geht ihr zu Jake's Beans und das ist nicht die Beanstalk, aber es ist die Bean-Café gegen Starbucks und da setzt ihr euch noch hin und du siehst tatsächlich am Schaufenster von Jake's vorbeilaufen Richard, deinen älteren Bruder, der mit einer Kollegin anscheinend gerade hier in der Mall entlang läuft. Es sieht so aus, als ob er zivil unterwegs ist und nicht in Uniform. Mund voller Bierglas. Die Nussecke, die sehr intensiv nussige Nussecke, stelle ich eben beiseite. Und Richard. Oh, er kommt am Fenster vorbei. Moment. Hey. Großen Nachmittag. Hi, ich bin Rich Broad. Ich bin der Bruder, der Älteste. Lydia. Hi. Und Kate. Und Manon. Halt mich zurück. Okay. Ich dachte, du hast Dienst heute. Aber ich darf auch mal Pause machen. Der Dienst ist heute tatsächlich das Aufarbeiten von gestern. Wir haben uns ja noch nicht gesehen. Es ist ein aufregender Abend gewesen. Und ich bin jetzt, das ist Claudia. Hey. Und wir machen gerade Mittag und dann müssen wir wieder zurück und an den Schreibtisch Berichte verfassen. Okay, ist alles okay? Ich weiß nur, dass du gestern irgendwie einen Einsatz hattest. Ja, wir waren sogar. Ist irgendwas passiert? Also, nicht wir, aber magst du einen Kaffee? Ich kann das holen. Dann
irgendwie ohne alles, also nicht so fancy shit, irgendwas Einfaches. Okay. Wir waren, und er zieht sich einen Stuhl dazu, wir waren in dem Club in Purgatory und haben dort eine Razzia gemacht, angeleitet von Philadelphia Police Department. Die sind anscheinend schon länger irgendwie, also kurz und gut. Philadelphia? Das klingt aufregend. Ja, ja, countyübergreifend sozusagen. Die sind schon länger unterwegs auf der Suche nach Drogen. Leute, die haben da wohl einige Clubs und sogar ganze Franchises im Visier. Und jetzt kamen sie hierher nach Liberty Heights. Also tatsächlich erst durch den Hinweis von diesen Christdemonstranten da, die da seit einer Woche ja schon dabei sind. Ich schaue Lydia an. Ja, wie hießen die nochmal? Keine Ahnung. Gott gegen das Fegefeuer, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber tatsächlich, so lächerlich das ist, es war der entscheidende Anschub, sodass uns dann vorgestern Philadelphia kontaktiert hat. Und ging wohl so weit. Wir haben euch erst gestern kontaktiert und da direkt eine Razzia gemacht. Ja, krass, oder? Das ist krasse Scheiße. Und zwar, weil es wohl seit, also die Woche schon Vorfälle gab, Gewaltvorfälle. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, weil das darf ich nicht, aber die Sachen, Moment, ihr glaubt, dass irgendwie hier eine Droge im Umlauf ist, dass die Leute komisch macht? Wow, Sie müssen uns das schon sagen, das könnte ja auch gefährlich für uns sein. Ja, also, wonach müssen wir denn ausschreiten? Das kann ja auch in jedem Kaffee sein. Also ich weiß ja nicht, was die Leute hier reingemischt haben. Als man noch startet in ihrem Kaffee. Als junge Frau ist es wirklich sehr gefährlich. Man weiß ja nie, was man kann man stehen lassen, was darf man trinken. Ja, nichts in Clubs. Ihr geht einfach da nicht rein, weil ihr da nicht reingehört. Ganz einfach. Okay, und das weiß es war ja auch. Und aber wie lange kann es schon dauern? Esra hat nur hervorragende Vorbilder in seiner Familie. In der Schule, das weiß ich nicht. Meine Familie hat mich sehr vor der amerikanischen Highschool gewarnt. Okay. Was ich jedenfalls sagen wollte, ohne jetzt zu viel zu sagen, die meisten Vorfälle, die wir diese Woche hatten, körperliche Gewalt und tatsächlich auch jemand mit echt extremen Angstzuständen, der hier in der Mall. Also auf jeden Fall haben wir 7 Fälle. Moment mal, sogar einen an eurer Schule. Am Donnerstag, ja. Ja. 7 Fälle, wo nachgewiesen werden konnte, dass die Leute vorher am Abend zuvor in diesem Club waren. Und das hat gereicht, das weiterzuleiten, auf das Philadelphia reagiert hat und diese wirklich extrem schnelle Razzia gestern Abend. Wir waren bis 1 Uhr beschäftigt, sozusagen. Sind die noch da, diese Philadelphia-Leute? Also denen musst du jetzt Bericht erstatten? Ja. Danke dir. Wie heißt er? Beaufort, Captain Beaufort. Richtig, Schnäuzer und genau, hohes Tier. Hat irgendwo an der Ostküste angefangen und ist jetzt fast so, keine Ahnung, einmal komplett durch die Staaten durch, oder? Schon länger dabei, ja. Genau. Und ja, um dann nach Liberty Heights zu kommen. Entschuldigung, was? Nur um dann nach Liberty Heights zu kommen? Naja. Also ich meine, Drogen sind, das ist echt eine furchtbare Sache. Aber ich meine, damit werdet ihr doch auch fertig. Und ich meine, ihr seid immerhin das Liberty Heights Police Department oder ihr seid ja nicht einfach irgendwelche dahergelaufenen. Ja, aber wir können auch nicht einfach dahergelaufen eine Razzia an den Club machen, ohne dass wir, also nur weil so ein paar bekloppte Evangelikaler da sich jeden Tag vor dem Club sammeln, das waren ja nur so 10-12 Leute. Im Gegenteil, wir wurden ja sogar gerufen, um die da wegzubringen. Tatsächlich ist da die Initiative von Philadelphia aus gewesen, aufgrund dieser Vorfälle jetzt der letzten Woche. 7, oder? 9 Vorfälle, ja. 9. Ja. Okay, wir halten uns vom Clubs fern, was wir ohnehin tun würden. Ja, von Leuten, die gefährlich sind und zu Gewaltausbrüchen neigen. Also von allem. Ja, also das war... Schön. Pete ist wieder ein paar Tage ausgezogen.
Also, falls du dich fragst, was mit Dad los ist. Okay. Hat mir gar nichts erzählt. Weißt du, wo du warst nicht da. Er ist bei Dom. Oh, okay. Oh, shit. Nein. Guter Umgang. Yay. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn irgendjemand da wäre, der mir vertraut, mit dem er reden könnte, dann müsste er da, würde er vielleicht nicht zu Dom gehen. Ist nur so ein Gedanke. Ja, so wichtig. Okay, Lydia. Ja, und gut, okay. Also er ist bei den Kiffer und hat sich. Okay, aber dann weiß ich wenigstens, wo ich. Nein, ich habe keine Nummer von diesem Dom. Warte, hier, ich ziehe den Serviette ran, schreibe Doms Nummer auf, schieb's ihm rüber. Aber mach Pete keinen Ärger, okay. Nein, im Gegenteil. Ich will nur wissen, dass es ihm. Hey. Geht ihm gut. Hey, und irgendjemand sollte das Wochenende mit James das unternehmen. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe. Ich muss noch Sachen für die Schule machen. Nein. Ich war mit Dad sowieso nicht. Hatte nicht in den Jutsu-Turnier sogar jetzt die Tage. Ey, du hältst diese Familie echt zusammen. So, wir müssen leider weiter. Dementsprechend. Ja. Bye, Claudia. Schön, dich nett zu lernen. Schön, dich nett zu lernen, ja, genau. Schön, dich kennenzulernen, sorry. Ich schlafe, hab nicht so gut geschlafen, sorry. Ist gut. Trinken die immer Kaffee? Ja, ja, das ist so eine Sache. Komm. Auch schön, dich nett zu lernen, Officer. Ja, es war sehr gut zu kennen. Alles gut, das wird jetzt so eine Sache. Schön, sie nett zu lernen. Alles klar, gut. Okay, halt die Ohren steif und nicht in Clubs gehen. Gibt's Drogen. Kinder kaufen keine Drogen. Wie gesagt, wir haben tatsächlich Pillen sichergestellt. Kleine, lustige Smiley-Dinger, die nicht cool sind. Okay. Wir werden keine lustigen kleinen Smiley-Dinger nehmen. Exakt. Und damit verlassen die beiden wieder und lassen euch in Jakes. Er hat nichts von Bars gesagt. Nein. Okay. Ein Captain Beaufort aus Philadelphia ist dahinterher. Und die Sirens of the Abyss treten heute Abend in demselben Club auf wie mein Bruder, deswegen können wir da auch früher rein, beziehungsweise in derselben Bar. Die Frage ist nur, ob wir uns nochmal dieser Musik aussetzen sollten. Wird irgendjemand von euch sich dann die Haut vom Körper reißen und auf einmal eine Echse sein? Oh nein. Nein, ich glaube nicht. Cool. Vielleicht sollten wir... Oh, ich plane nicht, mir die Haut vom Körper zu reißen. Obwohl ich sagen muss, ihr hatte sehr schön Haut heute Morgen. Aber vielleicht können wir Ohrenstöpsel kaufen oder so. Ich weiß nicht. Das ist eine gute Idee. Oder improvisieren aus Wachsknicken. Was weiß ich. Was machen wir jetzt bis dahin? Das ist, ich glaube, um 7 können wir da hin. Also ich muss auf jeden Fall nochmal zurück und meiner Mom erklären, dass ich heute Abend wieder unterwegs bin. Mathe-Nachhilfe-Club. Mathe-Nachhilfe-Club, ja. Stimmt. Ja, ich weiß nicht, ob ich das verkauft bekomme. Punkt. Darfst du auf Rendezvous gehen? Oh, ja, ich denke ja. Dann vielleicht haben wir heute Abend ein Rendezvous im Ramons. Wo ist ja völlig egal. Das Wichtige ist das Rendezvous. Ich denke, das trifft eher meine Kerbe. Mochten Sie Manon? Wie bitte? Mochten Sie Manon? Oh, wer mag Manon nicht? Ja, also theoretisch müssten Sie Manon sofort gemocht haben. Sag mal so, sie haben auf dich besser reagiert als auf Jezebel. Ich kann dich abholen heute Abend. Oh, gerne. Mit dem Auto oder mit dem Motorrad? Mit dem Motorrad. Sehr gerne. Ich gucke zuerst mal rüber. Mathe-Nachhilfe. Was? Ja, was ist das Problem damit? Ich gebe tatsächlich Mathe-Nachhilfe einigen Leuten hier. Aber mir? Auf den Samstagabend? Ich habe keine Ahnung, wie deine Mathe-Noten sind. Ich werde sagen, wir müssen ja nicht verraten, wer mit wem Mathe-Nachhilfe macht.
Okay. Ja, was machen wir jetzt? Stimmt, ihr müsst ja euren Familien Bescheid sagen. Weil die sich dafür interessieren, was ihr tut. Cool. Oh. Auf eine unangenehme Art und Weise. Ah, und ich muss noch jemanden besuchen. Ezra, tröstet es dich, wenn ich dir sage, dass sich auch niemand wirklich dafür interessiert, was ich heute Abend tue? Ich glaube, eine Menge Leute interessieren sich dafür, was du heute Abend tust. Ich weiß nicht, ob du diese Leute bemerkst. Okay. Dann treffen wir uns um 7 Uhr bei Ramons. Yay. Ezra, du willst gerade aufstehen und deine neue Lederjacke mit den vielen Reißverschlüssen nehmen. Also siehst da, wo sich dein Bruder hingesetzt hat, findest du das kleine braune Moleskine-Notizbuch. Von meinem Bruder? Du kennst es wieder, das ist von deinem Bruder. Wahrscheinlich hat er, als er die Nummer von Dom genommen hat, hat er irgendwas rumgefummelt und es liegt neben dem Stuhl auf dem Boden. Ich ringe sichtlich mit mir, dann bücke ich mich und heb's auf. Ja. Ja, es ist eindeutig. Da ist auch noch der Bleistift dabei eingesteckt. Das gehört Rich. Das seht ihr alle, sie hat noch nicht losgegangen. Ihr seht, dass Ezra gerade ein kleines braunes Notizbuch hochgehoben hat. Bist du jetzt auch unter die Autoren gegangen? Das ist das von Richard. Perfekt. Vielleicht treffen wir uns vorher nochmal irgendwo, wo nicht so viele andere Leute sind. Ich schaue mich in der Mall um. Gut besucht, ja. Vielleicht direkt jetzt. Ich sollte es ihm zurückbringen. Möchtest du? Warum schaue mich alle an? Warum trifft ihr denn? Hat sie euch, ich zeige auf mal noch die Fähigkeit genommen, Entscheidungen zu treffen. Gott, warum habe ich diese Jacke angezogen? Will ich diese Jacke überhaupt? Sie steht dir gut. Es ist gut, dass jemand anders für dich diese Entscheidung getroffen hat. Möchtest du ihm das Buch geben? Boah, Lydia, weil du hier das Fashion Victim bist. Genau. Möchtest du ihm das Buch zurückgeben oder möchtest du es lesen und es ihm dann zurückgeben? Ja, genau das will ich. Deswegen sage ich, lass uns irgendwo hingehen, wo nicht so viele Leute sind. Dann gehen wir einfach zu meinem Auto zurück. Ja, das steht immer auf dem Herz. Cool. Na dann. Ja. Das ist besser als die Idee auf jeden Fall. Ihr steigt wieder in den Impala. Was? Was die ganze Zeit an dieser Jacke rum. Ja, ja. Und Reißverschluss auf oder zu, das ist wirklich gar nicht so einfach. Dann sitzt ihr tatsächlich wieder dort und du schlägst mit, naja, nicht mit pochendem Herzen, aber du schlägst tatsächlich. Der Puls würde hochgehen, aber du schlägst dieses kleine Notizbuch aus. Du siehst die ersten Seiten tatsächlich rausgetrennt. Und immer wieder aktuell, das heißt, die er nicht braucht, haut er sozusagen raus. Dann siehst du ein paar Nummern in den ersten paar Seiten, Telefonnummern 555 und dann eine Nummer dahinter. Und dann siehst du tatsächlich Purgatory oben geschrieben auf der siebten Seite oder sowas. Ein paar Notizen, das sind hauptsächlich Namen. Du würdest sogar sagen, da steht auch Claudia. Okay, also das ist wohl der Trupp, mit dem er eingeteilt war. Wenn du umblätterst, siehst du Obergeschoss unterstrichen und dann Damentoilette neben der VIP-Lounge. Abgesperrt seit Mittwoch. Handgeschriebenes Schild unter Toiletten benutzen. Eine komplett zerstörte Kabine, ein zertrümmerter Spiegel. Kacheln sind mit Gewalt aus der Wand geschlagen. Ein Klo aus der Verankerung gerissen. Tür der Kabine, mehrere Spuren, fünfstrahlig, großes Tier, Fragezeichen. Das steht auf einem der Zettel. Und dann blätterst du weiter, dann ist noch etwas, das eher Nummerkauderwelsch, was aussieht, als wäre das an das Büro weiterzugeben und eher in Aktennotizen und dann ist wieder leer. Das ist dann die aktuellste Seite gewesen. War Kendra gestern im Club? Nein, Mittwoch war sie im Club. Ja, aber war sie gestern? Das Klo ist seit Mittwoch abgesperrt. Ja. Oh. Exakt. Oh. Okay. Also,
das Kendra so durchdreht hat, angefangen. Das denken wir jetzt alle, oder? Dass das Kendra war. Manon hat es gesagt. Ja, also Manon glaubt, dass es Kendra war und hat das den anderen gesagt. Mhm. Also hat gesagt, aber Kendra gestern im Club. Wow, wow, wow. Aber Kendra, ich meine, ja, sie ist gewalttätig, aber... Ein großes Tier. Oder doch? Es gibt Leute hier im Ort, die sich einmal im Monat in ein Monster verwandeln. Warum nicht auch Kendra? Oh, Monster ist so ein böses Wort. Sind wir nicht alle ein bisschen ein Monster? Schon, alle auf unterschiedliche Art und Weise. Manche von uns dabei bleiben mehr konventionell attraktiv als andere. Manche von uns sind vielleicht innerlich dort. Andere verwandeln sich vielleicht gelegentlich in Kreaturen. Wölfe zum Beispiel. Okay, es passiert auf jeden Fall öfters irgendwas rings um diesen Club, dass Leute durchdrehen und irgendwas Seltsames mit ihnen passiert. Aber die Leute sind vorher schon seltsam. Es wird nur ausgelöst. Ja, ich glaube, die Leute sind schon vorher seltsam. Ich muss schon sagen, diese Stadt ist deutlich interessanter, als ich angenommen hatte. Schön, dass du deinen Spaß hast, Manon. Aber ich meine, das könnte auch echt gefährlich werden, wenn hier plötzlich Kendra Lamar durch die Straßen läuft als riesige Kreatur und Leuten den Kopf abhackt. Oder so. Ich meine, vielleicht ja nur Leuten, die sie nicht mag. Oh, stimmt. Dann sind wir ja auf der richtigen Seite. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Kendra weiß nicht mehr, wer ich bin. Das ist vielleicht in diesem Fall ganz gut. Ich bringe das Buch zu meinem Bruder. Ihr könnt ja... Keine Ahnung, was ihr macht. Ich fahre zu meiner Grandma. Oh, deine... Ich würde mich sehr für deine Großmutter interessieren. Wenn ich, skate zur Polizei. Du kannst gerne mitkommen, Manon, wenn du möchtest. Oh, ich will mich anschließen. Es sei denn, ich darf nicht. Doch, natürlich. Wunderbar. Meine Großmutter freut sich immer über weibliche Begleitung. Dann fährt Manon, Lydia und Kate zur Großmutter von Lydia. Hier. Okay, und Kendra skatet zur Polizei, um das Ding abzugeben. Was Kendra macht, wissen wir nicht, aber Ezra skatet. Kendra kann skaten? Ja. Ezra skatet zur Polizei, schaut über die Schulter, sieht Kendra auf dem Kopf. Auf meinem Skateboard. Und bleibt mit drauf. Ja. So ein richtiger Jumpscare, die Kamera fährt im Ezra rum. Keiner, und dann plötzlich... Gut, Polizei ist kein Problem. Wie gibst du es ab vorne am Empfang? Hey, mein Bruder hat das fallen lassen. Officer Broder, Richard Broder. Das sieht ihm ähnlich. Danke dir. War in der Mall. Ich habe es aber direkt bemerkt. Also der war nur eine Minute raus oder so. Kann okay. Eigentlich nichts passiert sein. Cool. Danke dir. Okay. Ja, geben wir ab. Danke. Danke. Und dann schaue ich kurz draußen bei den Autos, die davor stehen, ob da welche sind mit einem Kennzeichen aus Philadelphia, wenn ich das zuordnen kann. Ja, kannst du. Tatsächlich, County Philadelphia, stehen zwei Autos. Und dann siehst du kurz nach dir, wenn du das dir anschaust, unscheinbare zwei, ein Volvo, unscheinbar braun, und ein Metallic Mercedes, aber auch älteres Modell. Und dann geht die Tür auf und Leonard Mahoney, der Quarterback aus der Englischklasse von Mr. Cameron, kommt mit anscheinend seinem Dad gerade die Treppen runter. Die beiden sehen sich unglaublich ähnlich, tatsächlich. Mhm. Das Square Kinn. Und der Dad hat noch einen recht fein gepflegten Bart und die dunklen Haare gehen so langsam ins Graue über. Aber eindeutig so ein bisschen europäischer Stil. Und ja, du weißt, Leo, irgendwie italienische Vorfahren oder sowas mit drin. Und ja, die kommen gerade die Treppe runter. Ja, ich stehe da so und beobachte das einfach. Einen Fuß auf dem Skateboard, schiebt das so hin und her, hin und her. Tatsächlich beachtet dich keiner von beiden. Leo schaut die ganze Zeit auf den Boden und kriegt dann auch die Beifahrertür aufgemacht von einem Jeep, in dem dann Dad Mahoney auch einsteigt, startet und losfährt.
Also alle wieder frei. Ja. Tja. Dann muss ich jetzt die Zeit totschlagen bis 7 Uhr abends. Ja, in der Tat. Und nach Hause willst du wahrscheinlich nicht. Mal gucken. Vielleicht kann ich mit James Eis essen gehen oder sowas. Das ist eine gute Idee. Genau, es ist mittlerweile kurz nach 3, als ihr mit Manos Wagen bei Geraldine Reed vorfahrt. Geraldine Reed hat ein kleines, knuddeliges Häuschen mit einem Vorgarten, welches immerhin noch steht, denn drumherum sind viele Reihenhäuser gebaut. Aber Geraldine weigert sich, da Platz zu machen und hat schon immer hier gewohnt. Und ja, du kennst dieses Haus in- und auswendig. Du kennst von Dachboden bis Keller bis zu diesen Zwischenwänden, die im Obergeschoss die Räume kleiner wirken lassen, als sie eigentlich von außen sein müssen. Nur ein Tipp, meine Grandma ist ein bisschen aufgedreht. Für dich ist es wahrscheinlich kein Problem, Kate, aber nur, dass sie Bescheid wisst. Und sprecht sie nicht auf meine Mutter an. Okay? Ah, gern. Fantastisch. Und dann drücke ich die Klingel. Und euch macht eine Frau, geschätzt Mitte bis Ende 80 auf, die allerdings die Größe ungefähr nur von Manon hat, mit krausem grauen Haar und einer großen Schildblattbrille mit wirklich schweren, riesigen Gläsern, was die Augen unglaublich groß macht, in einem violetten Trainingsanzug mit zwei Boxhandschuhen. Hey, Grandma. Ach, sorry, ich will dich nicht überfallen. Letty. Ja, ich umarme sie. Ja. Lydia ist größer als ihre Oma. Ach, Letty, was bringt dich denn hier? Und oh, du hast Freundinnen mitgebracht. Ja, rein, das sind rein, Kate rein. Und Manon. Es freut uns wirklich wahnsinnig, sie kennenzulernen. Ich bin Jerry. Kommt rein, kommt rein, kommt rein. Und beachtet, ja. Beachtet die vorlauten Vögel nicht. Ja, im kleinen windschieben Flur ist noch nichts davon zu sehen, aber das große Wohnzimmer mit einem sehr ausladenden Kamin und einem bequemen Ohrensessel und einer Vitrine mit unglaublich vielen kleinen Figuren drin, die aus Porzellan geworden sind. Da ist der Schäferjunge und der Rasenmäherjunge und das Mädchen beim Angeln. Ja, diese ganzen kleinen hässlichen Sammelfiguren sind da Reihe an Reihe und bilden ein kleines Porzellan. Dorf. Und tatsächlich auf ungefähr Kopfhöhe eines erwachsenen Menschen sind hier und da Stangen oder Äste angebracht, auf denen Vögel sitzen. Ein paar Wellensittiche, ein paar Nymphensittiche, ein Ara und ein Krähenvogel, ein großer Rabe vielleicht oder so etwas. Und die sitzen da, manche flattern auch auf den anderen, ohne Käfig. Ja, ich gehe sofort zu dem Rabenvogel und kenne den schon, gebe dem so ein paar Nüsse, kraule den so ein bisschen am Kopf. Ja. Überall sind auch tatsächlich jede Menge Pflanzen aufgestellt, also man kann nirgendwo hingucken, ohne dass irgendwo eine Pflanze steht. Und hier und da hängen auch so Traumfänger an der Wand. Die meisten großen Pflanzen, könnt ihr sehen, sind Richtung Küche in so einem kleinen, eher selbstgebauten Gewächshaus. Es sieht aus, als wurde da die Wand einfach rausgebrochen. Und dann mit Holzstegen und oben Aluminiumdächern und dann Glas, größeren Glasfenstern selbst zusammengeschräubelt zum Gewächshaus gebaut. Ach, was bringt euch denn zu mir? Sieht hier die Boxerschuhe aus. Wir bräuchten deinen Rat, weil ich weiß ja, dass du sehr bewandert bist. Kicks. In den verschiedensten Dingen. Keksen. Auch in Keksen. In die Küche. Erzähl weiter, ich höre dich. Auch in Keksen. Esst so viel Kekse, wie ihr könnt. Sie ist sehr sauer, wenn ihr nicht alles aufesst. Oh, gar kein Trinkt ihr Kakao oder sowas? Tee? Ich nehme gerne einen Kakao. Mhm. Manon, Tee? Kakao, wundervoll, danke schön. Ein Tee bitte. Ja. Danke, Grandma. Ich höre dich. Sag mal, du hast ja diese ganzen Bücher, da hast du doch auch eine ganze Sammlung mit, naja, so
Dingen aus Mythen und Legenden. Du sag schon, was du willst. Sie redet immer so viel und sagt nichts. Ich brauche Informationen über Sirenen. Hast du sowas schon mal gehört? Du meinst nicht die von der Polizei? Hm? Nein, die aus den Mythen, du weißt schon. Ja. Odysseus. Hm? Ja. Ja. Homer. Da muss ich ein bisschen suchen. Hier, kommt. Und sie hat einen Topf, wo sie den Deckel abnimmt, voller Kekse. Es sieht aus, als wären das mit Reisflocken bedeckte Kekse. Der Zucker glänzt ziemlich, also sehr zuckrige Kekse. Und dann sieht es so aus, als ob es Cookies sind, wo Smarties reingebacken sind. Teekessel ist auf dem Herd, den musst du dann runternehmen. Ja. Brüht euch den Kakao dann auch auf. Und dann verschwindet sie in einer Tür. Ich würde mir eine Handvoll Kekse nehmen und mein Waffelsandwich dort ablegen. Das ist immer noch dabei. Hast du das im Auto? Für den Tag. Und mir ein bisschen umgucken und mir die Porzellanfiguren anschauen. Die sind potthässlich. aber handbemalt. Und mit so einer Sammlernummer jeweils so drunter. Oh. Manon würde sich auch umschauen. Ich würde vor allem gerne schauen, gibt es irgendwelche Bücher im Raum? Nein, kein einziges. Pflanzen, Vögel, Porzellanfiguren und Strickzeug. Aber keine Bücher. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich gebe ihm ein Stück Keks. Ja, das ist tatsächlich der Papagei, der jetzt sich runterbeugt. Wie heißt der Vogel? Welcher, ja, der? Ja, der große Schöne. Leroy. Oh. Hallo, Leroy. Hallo, große Schöne. Oh. Das sollst du nicht sagen. Er ist manchmal ein bisschen frech. Nein, angemessen. Also, deine Oma boxt. Unter anderem, der Tee, ich muss kurz. Ja, du holst das Wasser tatsächlich von so einem altmodischen Teekessel und ja, Kakaopulver und Tee. Leider kein Milchkakao. Gießt Wasser drüber, rührst um. Ja, sorry. Ich habe sicherheitshalber nochmal zwei Teetassen mitgebracht, weil ich schon weiß, wie das läuft. Ihr müsst den Kakao nicht austrinken, ihr müsst nur meiner Oma sagen, dass er sehr gut geschmeckt hat. Okay. Wie könnt ihr so etwas Kakao antun? Was ist kaputt bei euch Amerikanern? Ja, ich vermute, wenn man von draußen raufguckt, dann ist es schon seltsam. Und meine Oma lebt vegan, das heißt kein Milch. Was ist vegan? Keine Milch. Nichts vom Tier. Ja, du schmeckst tatsächlich, als du in den ersten Keks beißt, da ist Banane irgendwie mit drin. Ist weicher als sonst. Haferflocken, ist mit Haferflocken irgendwie zusammengehalten. Das klingt nach einem sehr traurigen Leben. Vielleicht ist das ihr Geheimnis, weshalb sie so alt und fit ist? Ja, mit Sicherheit. Und das Boxtraining. Ich glaube, das tut ihr gut. Wenn man das tun muss, um alt zu werden, dann möchte ich bitte jung sterben. Tür geht wieder auf. So, ich hätte euch fast vergessen. So, Sirenen, ja, die kommen in der tatsächlich in der griechischen Mythologie vor. Und das Übliche, nicht wahr? Wachs in Ohr, bis auf den tollen Odysseus, der lässt sich anbinden, damit es trotzdem hört. Ansonsten Verderbnis und dann gehen sie alle unter. Kennst du eine Sirene? Nein, aber es gibt da diese Band, die heißen irgendwie Sirens of the Abyss. Das ist einfach nur so ein Name, aber ich dachte mir so, finde ich ja irgendwie interessant, so eine Band, die sich dann auch noch diesen Namen gibt. Ja, diese Bandnamen. Also, was soll mir zum Beispiel sagen, wenn sich jemand rote, heiße Chili-Pfeffer nennt? Sind die dann. Was war denn so in deiner Zeit in Grandma? Oh. Die Käfer? Sehr gut. Ja, die mochte ich tatsächlich ganz gerne. Und Elvis Presley mochte ich ganz gerne. Ja,
Der hat rollende Steine auch sehr gut. Ja, das ist mir zu wild. Aber es kommt ja auch immer an, nach welcher Zeit man fragt, nicht wahr? Das stimmt, das stimmt. Also. Naja, jedenfalls, hast du das gehört, dass mit diesem Club, du weißt, Ma ist doch da mit den ganzen Kirchenleuten da am Protestieren. Die Augen sind viel, 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 viel kleiner. Du weißt schon. Da sind wohl Leute gesagt, aus Philadelphia da. Mutter ansprechen? Das war für uns. Vielleicht hat sie Enkelrechte. Ich habe mit meiner Tochter telefoniert. Letzten. Ah, okay. Mhm. Warum? Ja, genau deswegen. Sie stand hier in der Zeitung deswegen. Mit ihrem kleinen Halleluja-Chor und macht sich lächerlich. Mhm. Das kannst du laut sagen. Mhm. Sie redet immer von höheren Mächten, aber dann legt sie sich mit denen an. Was ist denn das mit ihr? Hm? Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich ist das so eine Art von, keine Ahnung, Gruppendynamik, in die sie dort reingeraten ist. Einziehen oder was, Lydia? Sag's mir. Oh nein, 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 keine Sorge. Ich lass mich davon nicht so einfach unterkriegen. Das weißt du ja. Sie weiß auch nicht, dass ich heute hier bin. Mary Ann. Ja. Deine Schwester? Die, ich versuche sie da rauszuhalten, aber du weißt, wie. Also du weißt, dass oben im Dachboden alles freigeräumt ist. Seit Opa nicht mehr da ist, ist da so viel Platz wie noch nie. Ich ziehe eine Wand ein. Aber auch der Theodor kann Installation anbringen, dass da oben ein Bad ist. Und du bist jederzeit willkommen. Ich weiß, Grandma, ich will aktuell den Familienfrieden nicht unnötig stören, auch für Mary Ann. Du musst dich auf die Schule konzentrieren. Und das auch. Vollkommen richtig. Und auch meine anderen Hobbys. Oh ja. Manon ist aus Frankreich, gerade erst hereingekommen. Oh la la! Aus Frankreich? Oh je, das ist lang her. Je m'appelle Géraldine Ried. Il est très heureusement. Ach, ich krieg's nicht mehr hin. Ist schön, dass du da bist, Manon. Ich war mal eine Zeit lang, aber Sprache ist etwas, das bleibt einfach nicht im Kopf dann. Es ist sehr schön, es kennenzulernen. Oh, merci beaucoup. Ach, da müsste man mal wieder hin. Da müsste man mal wieder hin. An sich. Da wird das noch geschätzt und sie schaut zu dem Raben hoch, der nickt, zumindest den Kopf schief legt. Sag mal, wann triffst du dich wieder mit deinen Freundinnen? Vollmond. Ah, nein, geht nicht. Nein, wir müssen auf Neumond warten. Also Neumond, also drei Wochen noch. Oh, war also erst. Du kannst mir ja Bescheid sagen, vielleicht schaffe ich es diesmal. Klar, nimm deine Schwester mit. Ja, das wird ja schwierig. Also, was wollt ihr wegen dieser Reden? Ja. Zauber? Hast du vielleicht Steine? Ja. Klar. Amulette? Amulette. Das muss ja auch zur Klamotte passen, ne? Sie zwinkert mal noch zu. Ich habe aber Steine. Steine sind doch schon mal eine gute Sache. Tragst die nah am Herzen und so weiter und so fort. Aber wem erzähle ich das denn? Hier, Tigerauge. Tigerauge ist doch fantastisch. Wir haben noch eine Freundin, jemanden, der auch einen bräuchte. Also für uns vier? Also einen darfst du dann behalten, einen deiner Schwester zurückgeben und zwei aber dann wieder. Ja, natürlich. Ja, und sie nimmt so eine kleine kieselsteingroße Tigeraugen, schön gezeichnet, nimmt eine Tasse, füllt die mit Tee und lässt die Steine reinfallen. Und ihr seid auch interessiert? Oh, wir haben viel interessiert. Wie schön. Wie schön. Aber Grandma, wir haben ja gesagt, nicht immer, wenn ich eine Freundin mitbringe, musst du direkt versuchen, sie zu rekrutieren. Also erstens machst du das sehr, sehr selten, wo ich schon gefragt habe,
Hast du keine Freundin? Ich freue mich, dass ich das Gegenteil jetzt sehe. Und so zwei nette auch noch. Und außerdem so zwei besondere, muss ich sagen. Und sie zieht sich wieder die Brille auf. Für was werden denn die Leute rekrutiert hier? Oh nein, ich rekrutiere gar nichts. Ich bin ja nicht meine Tochter. Alles auf Freiwilligkeit. Ich sage nur, wenn man das Gefühl hat, etwas Besonderes zu sein, sollte man das nicht verstecken. Tue ich ja auch nicht. Und es gibt genügend Leute, die das nicht sehen wollen oder nicht annehmen wollen, aber und sie drückt dir, Kate, ein Tigerauge in die Hand. Du bist, was du bist. Und das hat schon seinen Grund. Sie gibt Manon eins und zwei an Lydia. Danke. Nah am Herzen tragen. Mhm. Dann hört ihr mit dem Herzen und nicht mit dem Ohr. Das dürfte euch helfen. Fantastisch. Sonst noch etwas zu beachten müssen? Je nachdem. Das ist so die Sache. Das ist der Odysseus, nicht wahr? Ihr entscheidet ja selbst, ob ihr die Sirenen hören wollt oder nicht. Es heißt nicht sofort, dass euer Schiff untergeht. Es ist auch etwas Wunderschönes, was euch die Augen oder noch viel mehr öffnet. Kommt auf den Gesang an, würde ich sagen, und auf das, was ihr erfahren wollt darüber. Hat die Großmutter oder die Vögel in irgendeiner Art und Weise auffällig auf Kate oder auf Manon reagiert? Du würdest sagen, Geraldine hat einen guten Blick auf dich gehabt und auch auf Kate, nachdem sie euch die Dienste gegeben hat. So. Ich muss jetzt aber mich leider fertig machen. Ja, natürlich. Mal, sorry. Und wir warten noch ein bisschen. Ich rufe dich nachher an, ja? Mhm. Wie schön. Dann einen schönen Abend und schönes Wochenende. Ach, vielen Dank. Sollten Sie jemals jemanden brauchen, der Ihnen beim Boxen hilft? Ich, also. Oh, du kannst so halten? Klar. Ja. Momentan hängt das alles noch oben im Speicher, aber wenn jemand dir einzieht, dann kommt der Boxsack natürlich runter. Dann mach's gut, Grandma. Okay. Tut dir nicht weh beim Laufen und wir hören uns. Ich rufe dich an. Viel Spaß oder passt auf bei den Sirenen, je nachdem. Au revoir. Salut. Ja, gib dem, streiche den Raben nochmal und dann raus. Ja, noch ein Salut. Und dann steht ihr wieder vor dem kleinen Häuschen. Also ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber deine Großmutter ist eine sehr inspirierende Frau. Ja, das stimmt. Das ist sie in der Tat. Ich meine, das mit den Steinen ist natürlich nur ein Spiel, aber vielleicht hilft es ja wirklich. Sicher. Genau, nur für ein Spiel sind wir hier 30 Minuten aus der Stadt herausgefahren, um deine Großmutter zu besuchen. Für wirklich eklige Kekse. Hey, wow, man beleidigt nicht die Kekse, sondern die Großmutter von jemandem. Also das ist wirklich, ich weiß, aber, ich war vorhin gemein zu dir, aber das geht zu weit. Aber Lydia, was war das, wofür sie uns rekrutieren wollte? Huh? Ah ja, ich meine Manon, ich habe viel Freizeit. Meine Großmutter hat einen anderen Blick auf die Welt und andere Philosophien, die sie gerne unter die Leute bringen würde. Ihr könnt gerne einmal euch mit ihr unterhalten, wenn wir die Sache hier bestanden haben. Und du teilst ihre Philosophie? Zumindest teile ich nicht die Philosophie meiner Mutter. Und wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich eher der Philosophie meiner Großmutter angehören als der meiner Mutter. Aber ich bin eher jemand, der sich gerne sein eigenes Weltbild schreiben würde. Ich wünschte, Ezra hätte das gehört. Ja, der kriegt auch noch einen Stein. Ezra, wollen wir? In einem Ice Cream Parlor. Tatsächlich, du hast das wahrgemacht, was du vorgehabt hast, und hast James mitgenommen und hat ein großes Sundays vor sich und genießt tatsächlich die Zeit mit dem älteren Bruder, bevor du ihn dann wieder zurück nach Hause bringst, pünktlich, um dann zum Ramones zu fahren, wenn es der nächste Weg ist. Und hier mich bestimmt. Okay, dann. Okay. Und die anderen drei direkt auch hin? Ja, ich melde mich zu Hause ab, ne? Also. Genau. Ja, würde ich auch machen. Ja. Das Prozess ist klar, es ist auch Samstag, da ist es okay.
bis auf 10 Uhr. 10 Uhr steht. 10 Uhr. Für beide? Für Lydia ist es 9. Das liegt daran, weil heute auch Spieleabend eigentlich ist. Und wir finden dann Spiele, die wir zu dritt spielen können, Lydia. Nein, ist ja in Ordnung. Wenn du was mit deinen Freundinnen unternimmst, dann nimmst du was mit deinen Freundinnen 9 Uhr. Es geht ums Lernen. Ist voll Mathe, ja. Mathe-Nachhilfe. Ich gebe jemandem Mathe-Nachhilfe. Ich tue was für die Community. Viel Spaß bei der Spieleabend. Ja, Manon würde halt nach Hause fahren und sich umziehen und das Motorrad holen und dann bei der Familie Martinez vorfahren. Selbstverständlich mit einem zweiten Helm unterm Arm. Gut. Und dann klingelt sie wieder. Diesmal macht tatsächlich Mariella auf und nicht Paige. Eine Schürze übergezogen mit eindeutig Tonflecken festgetrocknetem Ton. Und hi. Du holst wahrscheinlich Kate ab. Bonsoir. Ja, genau. Ich möchte Kate abholen, bitte. Ist, glaube ich, schon fertig und wartet auf dich. Oh, Katie! Ja, ich komme. Okay. Sie in ihrem frisch gekauften Outfit die Treppe runter. Entschuldige, ich bin gerade am... und auch die Hände sind mit Ton voll. Es tut mir leid, dass ich sie unterbrochen habe. Nein, kein Problem. Patrick Stacy kann warten. Oh, wow. Ich glaube, das ist der Moment, wo wir auf jeden Fall gehen sollten. Wir springen sie selbstverständlich wieder nach Hause. 10 Uhr? Dürfen wir vielleicht 11? Was kann man denn in einer halben Stunde länger machen? Man kann eine ganze Menge in einer halben Stunde länger machen. Vielleicht sich einfach ein bisschen besser kennenlernen. Wie schnell ist man denn mit dem Motorrad unterwegs? Hier in der Stadt sind wir nicht schnell. Hier in der Stadt ist überall nur 50. Trickfrage. Das heißt, ihr braucht natürlich mindestens eine halbe Stunde für den Heimweg wahrscheinlich. Oh ja. Ja. Okay, dann brecht ihr um 10 Uhr auf. Fest versprochen. Indianer-Ehrenwort. Okay. Viel Spaß. Danke. Ja. Au revoir. Haben Sie einen wunderschönen Abend. Ebenfalls, ja. Dann warte ich, bis du den Helm aufgesetzt hast. Dann macht sie so eine Bewegung. Ich lege zielsicher, aber die Hände um Manon. Mhm. Okay. Manon prüft nochmal, dass sie sich über die Schuhe festhält und dann ganz sacht. Mehr als notwendig. Ja. Ganz sacht fährt sie. Dann schließt sich auch ganz sacht wieder die Tür und ihr fahrt downtown Richtung The Ramones.